Zwei Stimmen hören wir alles. Dann habe ich noch dieses komische Quatsch, ja, ich was wir aus Versehen gekauft haben immer. Ich habe Fußball geguckt. Ja, ja. Wenn der Herr sagt, der nimmt alles. Ja, solange der Preis stimmt. Fan? BVB. Aber ein ganz normaler Blazer heißt das Ding natürlich. Zweiten Zeiten aus Deutschland. Das haben wir aus Versehen falsch. Wir haben den gespielt eigentlich? 2-0. In meiner Garage rum. Gewonnen. Weiß ich, ob ich noch was habe. Kann aber nicht. Nee, bei mir ist Augsburg. Wenn sie mir für meinen Sultan eine S 3 Millionen bieten, machst du das Fläche. Dann muss ich, glaube ich, noch gleich mal zur Bank schnell rennen und Kohle holen und Kredite aufnehmen. Ja. Ihr dürft halt nicht vergessen, wir haben gestern erst angefangen und allzu viel Kohle haben wir auch nicht, aber ich kläre das mal gleich ab, zur Not. Weil wir haben noch ein paar Investoren, die mit da mitspielen bei uns. Gebrauchtwagen, Fahrzeug, Fuck, hau doch erstmal den Engbus. Ja, geht ja nicht, das ist ein scheiß Auto. Das ist doch gerade explodiert. Ja, bei mir steht da eins. Bei mir steht da auch noch eins. Ja, dann warten wir noch. Xavier ist auch wieder da. Redet der so laut oder meint es bloß? Ja, ja. Bitte? Redet der so laut oder meint es bloß? Nee, nee, ich höre den auch mega laut. Jetzt komm. So. Ja. Wer ist das jetzt? Ist das jetzt Peter? Nee, die Scheiße, wir warten jetzt auf Marcelis. Nichts ist auch nicht. Der Ober versteht kaum was. Ja, ja. Geht. Immer wenn sie so brüllen müssen, alle. Ja. Ah, Katastrophe. Oh, da steigt ja jemand ein. Achso, Beifahrer wahrscheinlich, ja. Wie lange steht denn der Weiße hier schon? Ja, schon 10, 15 Minuten. Ach du je. Ist gestern der Finger abgeschnitten worden, Bobby. Bei dir? Ja, mal kurz einpacken. Ja, ja, aber ist schon wieder dran genäht worden im Krankenhaus. Ah ja, okay. Das war der Lodopi. Wie hast du das geschafft? Hast du mit Messe so gespielt? So dong 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 dong. Nö, nee, schön wär's, da wäre ich dann doch selber so schuld gewesen. Okay. Nee, das waren die Ballers, die haben mit den Finger abgeschnitten. Okay, warst du frech? Soll ich den wegschieben mit meinem Auto? Beleichten bin ich ein bisschen. Wartet, Leute. Aber ihr dacht, die Ballers bringen keinen Schwarzen um? Oder verletzten Schwarzen? Ja, das haben sie auch nicht. Sie haben mir nur den Finger abgeschnitten. Erfolgreich. Mich mit dem Gesicht dreimal in den Stromkasten reingedrückt. Ja. Als kleine Strafe und ja. Den Zeigefinger oder was für ein Finger? Ich glaub, den Abzugsfinger? Den Mittelfinger. Naja, das kann ich nur. Kannst du nur eine Waffe bedienen. Ja, weil den Finger, den ich benutzt habe, den wollten sie mir abschneiden. Ja. Ach so, ein Duplo gezeigt, okay. Ja, richtig. Aber willst du da mitmachen, Bomber? Wo? Da beim Draufschießen von dem Fahrzeug? Ach nö, die machen das schon, die Jungs, glaube ich. Juckt's die heute nicht im Finger? Nö, die haben mich übrigens gestern auch entführt. Gestern war ein ereignisreicher Tag. Ja, steht weit genug weg, die anderen. Du kannst ja richtig was in dein Tagebuch schreiben. Ja, gestern auf jeden Fall. Ja, 3 Seiten, ein Tag, 3 Seiten. Liebes Tagebuch. Wenn ich damit hinkomme, gestern bitte 3 Seiten. Oh. Jetzt ist weg. Ja. So, Feuerball, Junge. So. Hätten wir ja früher drauf kommen können. Müssen wir jetzt der ACS nochmal rufen oder kann ich den abbestellen? Ja, theoretisch braucht man jetzt nicht mehr. Alles klar, noch ist in die Luft geflogen. Ja, ich bin schon dabei. Okay. Da brennt alles. Fire! Hey, der nächste. Wollen es ja alle auspacken? Nee, ich nicht. Was ist mit dem Auto passiert? Nur Kalle, hau rein. Da. Ich schau hoch zu dem Mangoldsbomber. Ja, ja, klar. Soll ich die mitnehmen? Ne, ich glaube, ich fahre mit dem Moped bis da. Wenn ich nachher mal einen Berg hochfahren, eventuell. Mal chilliert. Mal gucken. Mal chilliert hochfahren. Ja, da oben bin ich schon mal ganz gern. Frische Luft schnappen. Ich bin gar nicht meiner Meinung. Zum Glück muss ich den Berg ja nicht hochlaufen, dann geht das ja schon in Ordnung. Bist du mit dem Fahrrad schon mal runtergefahren? Nee, allerdings noch nicht. Oh, das bringt was, ey. Das Problem ist, ich muss das ja vorher hochfahren, den Berg mit dem Fahrrad. Aber da oben stehen doch Fahrräder, hab ich gemeint, oder? Nee. Was? Okay. Okay. Ich hab noch keins entdeckt. Kann mir jetzt auch täuschen. Yay!
Garagenparty oder wie? Nee, geraucht parken. Gebrauchtwagenfahrzeugverkauf. Oh, okay. Da die, wo rechts parken. Oh, Entschuldigung, rechts dran stehen hier. willst du auspacken? War so die Plan, ja? Ja, dann mach. Oh, okay. Ich brauche immer ein bisschen länger beim Einsteigen, weil die Zündschlüssel nicht immer gleich finden und Türen. Ah, okay. Ich glaube, ich nehme den. Ja, genau, nimm den. Leck mich am Arsch, das ist auch ein riesiges Ding. We do one about a beauty pageant. It's not? Okay, well, Mississippi Queen by Mountain. Nicht irgendwie so in den Hallo. Vordergrund stellen, ja, moin. Also es muss nicht unbedingt sein, ne? Ich kann auch warten, ne? Also ist es nicht. Ja. Also, da. Hallo. Hallo? Mia? Kia? Oh. Ja, dann haben sie ordentlich Probleme hier. Ach, was kann man für sie tun? Ach, nee. Sag ich. Zum Bierkönig, ist klar. Richtig. Warum hast du meine Mütze geklaut, Kollege? Weil die mir zu dem Anzug ganz gut stand. Ja, ich kann sie einem von euch beiden vom Kopf hauen, wenn er will, also. Ich auch, ich hab das Gerät dafür. Boah, ich hab kein Gerät dafür, dir die Fresse zu hauen. Du humpelst dich schon, du hast bestimmt schon ein paar Bier in Duss. Du musst das. Ich wünschte, ich hätte schon ein paar in Duss. Was? Mach mal mit hin. Den Antibiotika, die ich noch in der Tasche habe, knallt das Bier schon ein bisschen besser. Ich glaube, ich habe gar keins mehr dabei, das habe ich alles selber gesoffen.
Mist. Hey, kann da ein kaltes Pommes anbieten, natürlich, Bomber. Oh, die habe ich auch noch in der Hosentasche. Ich glaube, in der hinteren Hosentasche habe ich noch ein paar Pommes drin. Weißt du, was blöd ist, wenn man einen Schokomuffin hat und den in der weißen Hose trägt? Ja, das ist mir auch schon passiert. Und der dann hinten ist, ne? Ich meine, jeder war schon angekackt. Ja, ja, das war auf meiner. Ja, wie du auch. Eine weiße Hose hatte ich ja, genau. Aber das Problem ist halt, oder du kannst die Leute damit schocken, wenn du da durchfährst und mal richtig abschlägst. Ja, allerdings. Da meinte jeder, oh, warum ist noch warm? Ja. Und Peter, was ist heute auf der Insel geplant? Hake Peter dicht. Weiß nicht, ich bin gerade irgendwie erst hier an ihr. Achso. Du leist doch aus, du hast aus Papier, also Bruder. Weil gestern war ja eine Party da am Strand. Vielleicht ist ja heute auch wieder irgendwas. Ja, das war ja die Neuling-Party, Bomber. Achso. Ja, nee, da wurde ich, glaube ich, ja genau, das war zum Zeitpunkt, wo ich entführt worden bin. Da wurde wieder da? Okay. Bitte? Ist Onkel Rudi wieder da? Ne, Onkel Rudi wäre rein theoretisch wieder, ja, circa in anderthalb Stunden am Airport. Okay, dürfte er wieder einreisen. Ja, wenn er denn dann auch heute wirklich kommt, vielleicht verlängert er den Urlaub auch noch bis morgen oder übermorgen, weiß ich jetzt nicht. Hat sich noch nicht gemeldet. Junge, dass ich noch lebe. Das freut uns. Ja, und mich erst. Weil naja, aber du wärst, wenn du tot bist, wärst du nicht so traurig wie wir. Ja. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt mittlerweile bei den Mangolds angekommen. Ja, gut, ich hatte drei Kopfschmerzen. Am nächsten Leben wäre ich aber schön. Wäre ich aber... Läuft bei mir. Na, mir brennen jetzt die Füße, ja? Ja. Brauchst du nicht sagen, warum? Ja, mir brennt der Arsch, was soll ich da sagen? Okay. Und, hast du noch irgendwo Bier? Jeeha, mein kleiner Freund. Ich weiß nicht, ich hab grad eben schon wieder gedacht, ich würde entführt werden. Ja. Howdy, Partner. Howdy, mein kleiner Freund. Kleiner Cowboy. Du musst rein. Bang, bang, lucky look. Bang, bang, lucky look. Hey, hey, bang, bang, lucky look. Ist das mal ein Style oder was? Ja, das hat was. Ja, ja. Glaub ich. Was wollte ich jetzt sagen? Du brauchst Bier, ich hab einen Pounder, ja. Nee, ich dachte, du bist schon irgendwo unterwegs. Kannst du ja mal anstupsen. Nee, komm, wir gehen mal rüber zu dir. Dann halt nicht. Ich guck mal gerade, ich hab ACE-Hämmer hier, Psychopharmaka, die Allergiker, Schmerztabletten. Haben die irgendwelche Auswirkungen oder kommen die fressen wie mit Smarties? Die könntest du fressen, wie du willst, aber ja, empfehlen kann ich es nicht, ne. Wie? Ja, also es passiert so nichts. Ach so. Es ist halt ja. Kopfsache, ne. Ah, immer die Kopfsachen. Deine Frau ist da. Was meine? Ja. Ich hab doch keine. Komm. Ja, komm. Wenn die dich mit deinen neuen Sachen sieht, hör mal. Okay, Mensch. Dann wird das Höschen schneller. Ja, sag ich jetzt nicht. Ne? Wo ist denn eigentlich die Kia hin? David Copperfield hat die gemacht. Kopfschmerzen. Okay. Sag ich doch. Ja, hat sie kommen. Über Kernheit. Fand ich alles gut. Bin jetzt ein bisschen nervös. Das sagst du. Ja. Du weißt nicht, was in der Grube rechts in unserer Halle drin ist. Du schaffst das. Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Oh, der hat auch Männerstimme, oder? Der hat auch einen Kehlkopf. Wie bitte? Entschuldigen Sie. Ach, so. Ich bin's. Vielleicht ist der Mike mehr sauer auf ihn als auf mich. Wenn du ihm das sagst. Was hast du denn gerade gesagt? Was Paula. Paula? Weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Oh Gott. Ja, vielleicht erschießt er mich dann nicht mehr. Lee, und alles okay bei dir? Ja, schon. Ja. Was macht das Leben? Ja, ich glaub schon. Ja das okay. Läuft. Warum haben sie die Hände oben? Weil ich erschossen, erschossen werden. Ja. Von wem? Ja, von Mike. Ah, okay. Ja, also dann hast du die Hände rüber oben. Mike, Mann, wenn du auf mich zielst aus irgendeinem Busch, dann drück lieber ab. Der wird nicht abdrücken, glaub mir. Der wird dich leiden lassen. Du, bring's hinter mich. Ich telefoniere mal kurz mit Mike. Nein, bitte nicht, ich stehe auch noch hier. Abend. Hallo. Abend. Hallo miteinander. Hallo. Ah, fuck, ich brauche unbedingt eine Peitsche. Hat jemand eine Peitsche für mich? Gott. Batsch. Bin hier, hast du eine Peitsche?
Ja, katsching. Ah, da ist er ja wieder. Katsching. Oh, das hat sich einer in Kasse angehört. Wie wär's mit Psch. Oh Gott, was ist jetzt los? Was ist der Preis? Ach, aber weil Paula Kaffee trinken wollte. Na, guck. Nee, lieber nicht. Oh. Kurze Frage. Renn! Entchen, renn, Entchen, renn! Meinst du, das Bargeld dabei? Oh. Kussi, jawohl, grüß dich. Hallo. 720p, weil er lebt. 20.000. Ja, ich habe es 720p eingestellt und was hast du für Internetleitung? Ja. Und sonst? Als Feed? Ja. Ja, und selbst? Ja, ich kann mich beklagen. Haben wir überlegt, ob ich mir nochmal umkleiden gehe? Ja, bitte, du, das sticht im Auge, das kannst du dir nicht vorstellen. Oh Mann, ja, der Bobby. Mahlzeit. Ja, Hopfen hier, ey, ich bin unterhopft, ey, wie Sau. Ja, soll ich eben meinen Pounder ranholen? Ah. Ich muss mich nur auf mein Pferd schwiegen oder geht's los? Jeeha! Mein Freund, wir holen die Daisy raus. Kein Problem. Wir reiten um die Wette. Wir reiten um die Wette. Unternehmend. Ist mir mein Hut weggeflogen. Oh, was ist passiert? Das war ich nicht. Was denn? Links. Ich hab's da aufgemacht. Okay. Geiler Schlitten, ey. Du musst ja ganz schön Geld verdienen. Ey, das war mein zweites Auto im Start, ja. Echt? Ja. Mein letztes, was ich gekauft habe, war Duke. Mein Boat Duke, mein General Lee. Eieieiei. Kannst du mich vielleicht kurz bei der Garage einmal rauslassen? Weil meine Fahrzeuge sind leider oben etwas kaputt gegangen, hätte ich versucht. Da macht wahrscheinlich jeder was anderes bei denen, die das bearbeiten. Wolltest du dich jetzt umziehen oder was hast du? Ja. Alles klar, ich bin da noch bei dem Mangold hier. Mach die Tür zu. Oh, dass der Einkaufsladen so weit weg sein muss, ey. Oh Mann. Ne, Kusi hätte den Stream ein bisschen leichter gestalten, hätte schauen können. Weil momentan auf 2.5 Stream, kann ich auf 1800 vielleicht auch noch schauen. Und ist die Qualität überhaupt, weiß ich gar nicht, Kusi. Kusi! Thank you.
Nee. Da. Guten Abend. Hallo. Meine Frage. Ja, bitte. Könnten Sie mir vielleicht... Ach, scheiße. Da habe ich das ja auf meinem Konto. Ah, fuck. Ach, so teuer sind die ganzen Klamotten hier. Ja, ja, 5000. Ich habe jetzt aber bis 2000 einstecken. Ich habe nur 4,9. 4,9 Millionen auf der Hand? Handy hoch. Nein, 1000. Ach so. Millionen. Also so wahnsinnig bin ich nun auch wieder nicht. Gut, dann kann ich Ihnen... Was fehlt Ihnen? Wie viel fehlt Ihnen? $100 fehlen mir. Aber brauchen Sie mir nicht gegeben. Ich wollte nur mal gucken, ob ich... Ach, wäre doch nicht nötig gewesen. Ach, scheiß drauf. Sie hätten mir geholfen, wenn ich es gehabt hätte. Andersrum, wenn ich es gebraucht hätte. Ich hole mir eh keinen. Ich wollte nur mal so durchgucken. Wie steht denn mir der? Geht, oder? Ja, das passt wohl, ja. Okay. Gut, danke Ihnen. Oh, bitte.
Huhu! Denn, Ach so, sie nehmen Medikamente, ne? Ja, ja gut, dann hat sich die Frage erledigt. Nein, verdammt! Wie Glück. Anonym. Okay, ich muss mal kurz ans Telefon. Bobby? Peter Kühne? Ach! Ja, moin. Hallo, Mike. Hat er sich umgezogen, schnell. ich muss auch mal wieder nach hinten. Wir sehen uns später, Leute. Alles klar, Mike. Wenn du telefonierst, schläg auf. Wer, ich? Nee, er. Achso. Was ist der Mann mit dem Hut? Da ist die Kia. Ich störe dich ungern. Hast du kurz eine Minute? Ja, war zwei. Gut. Der Herr Breutner ist gerade am Telefon. Ah, der wollte ich sowieso anrufen, ja? Ja, sonst tu das doch mal eben. Der hat eine Nachricht für dich. Ja, warum war's denn? Ja, das kann er dir gleich selbst erzählen. Gut oder schlecht? Gut. Schlechte Nachrichten machst du, gute Nachrichten mach ich. Okay, warte mal, ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal rausfiltern. Was hältst du vom MC Lost Club? Oder Zwinger Club, wie die Dinger sich schimpfen? Ja, warum nicht? Okay, alles klar. Er hätte vielleicht Geschäftsverbindungen zu denen, nicht? Ja, ich weiß schon, das hat er mir schon mal erzählt. Die wollen Bier haben für eine Feier, ach so, also hast direkt eine Lieferung. Mein Männer unterhält sich doch gerade. Ja, immer doch. Das kannst du dir auf jeden Fall sagen. Kooperation gerne, was das angeht. Wir liefern das Bier, natürlich. Nee. Ja, immer nur auch nicht. Ja, kriegen wir hin. Ja, ich kann sonst mit Bobby, runterfahren, wenn Bobby gerade Zeit hat. Oder so, ja, wenn er hier hinkommen kann, ist noch besser. Alles klar, super. Bobby? Gut. Jo. Nee, ich weiß nicht, alles nehmen. Bis gleich. Ich bin gar nicht up to date. Hi, Detlef. Von wem ist denn der schicke Wagen, der da steht? Keine Ahnung. Rot-schwarze? Ja, der orange-schwarze hier. Ach ja, ich hab da noch Rot-Grün-Schwäche. Das wird mein Slogan, ey. Weiß ich nicht. Die schreit schon wieder rum, das ist unglaublich. Das ist ein Auto, was ich gekauft, getuned hab und dann weggegeben hab an die hier ans tägliche Autorennen. Oh. Paula hat's wahrscheinlich. Glaube ich auch, ja. Follow alles, was mich followt. Warum muss die immer so schreien, die Kia? Ja, es ist Kraft. Ich hab's dir so oft schon gesagt, Kraftfahrtprobleme. Ich weiß nicht, ich vergiss das immer. Ich mach jetzt auch mal auf gelb. Ja, Schnauze voll. Wenn die immer so was aussehen. Wieso gelb? Mach direkt auf rot. Warte, ich mach gleich auf rot hier. Howdy, Partner. Und als Club in here. Yeah. Komm, wir reiten in die City. Lass uns reiten, geh ich. Ich höre dich, Bobby. Ja, ich weiß. Ich mach das mit Absicht, weil jeder so schreit hier. Ja, hier kommt gleich jemand, der Chef vom MC Lost Club. Ich weiß gar nicht, wie die sich richtig schimpfen. MC. Oh, ich habe ein bisschen Arbeit mitgebracht. Lost MC. Lost MC Club, schieß mich tot. So soll's dann werden. Okay, warte. Der Chef kommt.
Okay. Ja, dann gehen wir auf gibt's die immer noch? Ich dachte, die gibt's gar nicht. Nein, die sind neu orientiert. Neu gegründet. Oh. Wieder mal neu gegründet nach dem 5000. Mal. Ich will also nicht sagen, dass er wegen Geschäft hier ist, wegen Bier, aber nee, okay. Dann können wir ja kurz vorm Grundstück hier gehen, sonst kriegen wir wieder Ärger. Ich hab meine Powder da hinten gestellt mit Bier vorhin, nicht? Von wem ist denn dieser schwarze V12? Ja, ja, das ist Xenon auf jeden Fall hier weglassen. Xenon hier weglassen. Kommt er da, oder? Okay. Hast du? Auf jeden Fall Motorsuning. Ja. Das wäre ziemlich peinlich, muss ich sagen. Farben, alles außer Rot. Alles klar. Pass auf, wenn er gleich absteigt und das wirklich ist, ich lach den aus. Nee, ich glaube Tussi, oder? Ja. Adios. 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 Por favor. Ciao. Mucho gracias, cerveza. Mira, der ist in der Poco. Ich habe einen kleinen, heißt es. Ich habe einen Meister Poco. Bobby, du hast heute ganz schön zugucken, kann das sein? Was habe ich? Ja, nichts. Ach, Bobby, du hast dich umgezogen. Ihr seid heute alle so nervös, ey. Ihr seid alle nur am Rennen, ey. Habt ihr heute irgendwas gefuttert? Warum ja, ich renne? Ich bleib hier schon. Ich stehe doch hier die ganze Zeit. Ich glaube, jetzt stehst du am dicke Lauf hier rum. Der Dicke? Der Dicke sagt, sie hat das gehört. Da war ich doch wohl jetzt nicht mit gemeint, oder? Doch, die hat dich gemeint, Bomber. Oh. Stark gebaut, ich bin nicht dick. Und Bobby hat sich umgezogen. Der hat nur schwere Knochen. Sowas wäre genau. Und der hat einen Riesenhammer. Einen Riesenhammer hat er, hab ich schon gesehen. Ja, es wird dann bleiben wir mal. Ja, okay. Im Görlitz war orange Auto da vorne. Was? Genau. Wie? Joke hier. Keine Ahnung. Ja, ciao, ciao. Bist du der Dritte, wo danach fragt? Warum, ich steig mal ein. Okay. Küsschen, okay. Nee, ich hab meine. Wie Küsschen, was war das? Ey, Andi, mir hat heute eine geile Wohnung gezeigt. Ich kriege. Naja. Küsschen? Cool. Ja, schrei mal nicht so. Ich hab aber nicht viel Geld, ich hab nur 2 Millionen. Entschuldigung. Ja, ich werde mir auch nicht kaufen. Kann es sein, dass du eigentlich immer rumschreist? Aber ich überlege, da müsste ich meine Bude... Wieso? Obwohl, ich würde die am in Chippentree-Way würde ich gerne behalten. Ey. Ah, okay. Gibt's viele eigentlich... sagen, ich bin zu leise und dann mache ich mir ihr... Ja, ich höre dich, Mike. Schrei ich dahin, ja. Passiert, ne? Passiert. Du, Detlef. Ne, das frage ich mich auch. Das ist ein Wagen, den ich gekauft und getuned habe und an Jack weitergegeben habe für das Autorennen vor ein paar Tagen. Das hat einer gewonnen. Das ist der nämlich. Okay. Aber ich weiß nicht, wo der Besitzer ist. Detlef? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Wie sage ich dir das jetzt? Scheiße. Was denn? Ich bin blockiert, das ist mein Problem. Unten, da unten an der Garage, findet ein Gebrauchtwagenmarkt statt. Martin und Sven ein... Ja, du meinst, deine Grand Sonara-Wüste. Genau. Ja, und? Ja. Und ich damit? Weißt du, die suchen nur Fahrzeuge zum Verkaufen. Ja, und? Ja, hast du keins, oder? Ich hab meine alle schon verkauft. Ach so, okay. Die brauchen meine nicht, weil die kriegen mein Geld. Ich bin MINT-Investor in der Firma da. Kein Problem, kann ich gleich das holen. Das ist LS Car Center. Ja, genau. Ja, ich bin da, die sind Geschäftsführer, ich bin auch Geschäftsführer, aber stiller Geschäftsführer und Investor für die Firma. Du, hab ich denn eigentlich schon mal von meiner Stiftung erzählt? Nein, meine 20 Millionen fließen schon in LS Car Center, sorry. Nee, ich bin Mitgründer. Naja, dann ist ja okay. Ja. Nee, die machen einen fleißigen Job da unten schon. Den habe ich alles bereitgestellt. Ich habe den alle Spuckel-Docs-Dateien fertig gemacht mit Schema und hast nicht gesehen. Okay. Eine komplette Datenbank und alles heute innerhalb von einer Stunde erstellt und für die fertig gemacht. Mhm. Jetzt müssen sie nur Simon kriegen, an die Strippe kriegen, damit die auch Simon, eine Immobilie kriegen. Simon ist nicht da, dieses Wochenende. Echt? Jupp. Wow. Ich muss es wissen. Ja, weil wir haben versucht, schon die ganze letzte Woche ihn zu kontaktieren wegen Immobilien. Und wenn ich ihn hier antreffe und darauf anspreche, hat er keinen Bock, irgendwas zu machen. Dann soll er den Immobilienposten abgeben an jemand anderen. Lass ihn doch mal, der muss erst mal, boah, du weißt gar, was der im Hintergrund alles zu tun hat. Sei froh, dass du das nicht machst.
Ja, dann soll er aber nicht so viele Firmen auf einmal leiten, ne? Nein, Immobilien. Der misst die Immobilien aus. Wem gehört dieses... Ja. Weißt du, wer die Immobilien ausmisst? So. Ein Schritt, zwei Schritt, drei Schritt. So misst er jede Immobilie aus. Ja, aber warum geht der Bürgermeister nicht her und hat da andere Leute, die mithelfen? Ist doch... Ich gebe deine Telefonnummer, da rufst du an. Das ist die Anna Theke. Kennst du die vielleicht? Ja. Die rufst du an, die ist die Adjutantin vom Simon. Warte, die rufst schnell an. Ist nicht da. Detlef? Ja? Wir haben hier ein Fahrzeug stehen und keiner weiß, wem das gehört hier. Der Alex. Moment. Dann wende ich dich an die Anna Theke. Warum hat der mein Fahrzeug? Schussankündigung, der hat mein Fahrzeug. So. Ich bin auf grün. Der hat mein Fahrzeug, Freunde. Wer? Ja. Hau ihn um. Hau ihn um. Gut, der hat jetzt... Okay, warte, da sitzt eine Dame drin, dann nicht. Das ist bestimmt so ein scheiß Südstaatler, da geh ich doch mal glatt gucken hier. Was, das ist dein Auto? Ich hab den gleichen in der Garage, ja. Bist du Holland-Fan? Nein, dein Duke kommt selten allein. Aha, ja, ja. Ja, Generali, aber das ist nicht der richtige Generali. Ich hab den wahren einzigen Generali. Abend. Abend. Hi. Meine wir müssen mal mit dem Fahrrad hochfahren zum Maulschild demnächst. Ja. Machst du das? Aber ich hab bloß noch so ein BMX. Aber mit dem Bobby als Motivator schaffe ich das auf jeden Fall. Ja. Bomber, fahr du los, lass mich hier liegen. Ja. Sie sind doch auch bei den Medics, oder? Der Herr links neben mir. Nee, ich bin nicht bei den Medics, aber müssen Sie sich irren, Mister. Bobby? Ich bin der Bierbrauer hier im Staat. Bobby? Ich habe eine Flinte zu Hause liegen, aber lege ich einen Elefanten innerhalb von 3 Sekunden. Warte mal, ja. Was die Flinte mit dir macht. Schön, dass die zu Hause liegt. Ach, scheiße. Ich wollte dich mal zum Essen einladen. Nicht zum Essen einladen? Ja, ja. Du hast da eine hübsche Frau da stehen, lad die ein. Ja, nee, die muss ja das Essen machen. Was? Das Essen machen? Nee, kann ich glaube, das ist für uns, oder? Ich kann nicht kochen. Wen haben wir denn hier? Okay. Hallo? Hallo. Lost MC? Genau. Bürgerpoint, hallo. Guten Abend. Abend miteinander. Peter Kühne, mein Name. Peter Kühne, freut mich. Wurzen hier. Bobby Boomer, mein Name. Ach, gut, ja, okay. Ihr kommt wahrscheinlich von Paul Breitner, ja? Ja, das war mein Kontakt, ja. Ja, richtig. Also ich bin hier der Chef. Das ist mein zweiter Geschäftsführer. Und ja, wir sind jetzt hier versammelt, um Gespräche zu führen. Ja, so ist es, ja. Lass uns aber bloß ein bisschen hier weggehen, weil die Mangold sehen das nicht gern, wenn ich hier Business mache. Alles klar, ja, dann laufen sie wohin, wo sie wollen. Ja, in die Wüste, ja. In die Wüste. Papa, alle haben genug zu trinken dabei. Ja. Was kann ich für euch jetzt Gutes tun? Ja, wir haben uns überlegt, es ist ja inzwischen die gefühlte 5. Neuauflage von unserem Club. Mit den vorhergehenden Leuten hatten wir nichts zu tun. Was ist? Das sind so natürlich erstmal unsere Frage, haben Sie Kontakte Papa, zu anderen mit, Leuten vom Lost MC? Ja. Er hat mal vielleicht Fährstummin. Hallo? Da müssten wir unter Umständen ein paar Namen haben, wen Sie da genau meinen. Kleiner Moment, ich muss schnell weg. Ja, ich warte sonst. Wir haben da... Darfst du sogar mit meinem Auto fahren, wenn du willst? Nee, will ich gar nicht. Man muss es nicht stellen. Warum fährst du jetzt selber? Ich fahr selber. Will ich nichts trinken. Die Aussage. Also, tschüss. Ja, tschüss. Sehr gerne zusammengearbeitet. Entschuldigung vielmals. Kein Problem, alles gut. Und ja, hoffen wir mal, dass es vielleicht in Zukunft auch wieder dementsprechend Lieferungen stattfinden können. Also wir haben schon mal den Lost MC beliefert.
Da, wo der Graf praktisch nur da war, den Lost MC geleitet hat. Ich weiß nicht, ob Sie den Herrn Graf kennen oder gekannt haben. Oder Baronschaft? Nein, der heißt Rudolf Graf, also sein Name, okay. Rudolf Graf, ne? Okay, nee, ja. Nee. Und die haben den Lost MC ja vorher schon gehabt, bevor er verschenkt wurde an die Grove. Ja. Warum, wieso auch immer, lassen wir mal das Thema beiseite. Und die habe ich beliefert täglich zwischen 60 und 100 Flaschen Bier. Okay, das notiere ich mal. Okay, das war einiges. Und der war, täglich leer. Oder? Wir sind Bürgerbräu. Das richtig? Ja. Wir sind Bürgerbräu. Wir warten eigentlich nur noch auf unsere Freigabe des Gebäudes, beziehungsweise auf unsere Etikettenfreigabe. Dann schaut es nämlich so aus, dass es dann besseres Bier gibt, wesentlich besseres Bier wie das jetzige Pisswasser. Ich will Pisswasser gar nicht schlecht reden, aber Sie wissen, was ich meine. Das geht jetzt darum, momentan verlange ich pro Bier $1,500. Ja? Sollten die Etiketten fertig sein und ihr habt Interesse an dem Bikerbier, was ich separat nur für die Bikergesellschaft hergestellt habe, also sprich Cerberus, Black Devils, Lost MC und die lachenden Bullen. Ist das natürlich ein einzigartiges Produkt, wo nur die Biker besitzen. Ja? Das gleiche habe ich mit der Tiki Lalaba. Da gibt es ein separates Maisbier oder Maisschnapsbier, wo separat nur an die Tiki Lalaba Attacke Dukotab, ja, Sie wissen, ja. Bar ausgeschenkt wird oder nur bei mir zu erhalten ist. Ja, alle anderen Biere, was ich mache, das ist helles Bier, dunkles Bier, Weizen. Dunkles Weizen und Früchteweizen sind natürlich frei verkäuflich. Okay. Bobby, ich habe jetzt auch hier meinen Pounder da, da habe ich dementsprechend die Proben drin. Also je nachdem, wenn Sie da etwas probieren wollen von den Angeboten. Wie schon gesagt, die Etiketten sind noch nicht fertig. Ja? Genau. Wenn die Etiketten fertig sind, haben die Biere auch verschiedene Auswirkungen, ja, auf ihr Trinkverhalten. Mhm. Jetzt okay. Momentan besteht es halt nur aus dem, ich will nicht sagen Pisswasser-Grundrezept, aber von der hiesigen Pisswasserbrauerei, aber nur mit meiner Rezeptur. Ja, aber noch nicht ohne oder mit Auswirkung. Das kommt okay. Alles später. Momentan verhandle ich halt so, $1,500 pro Bier, egal was Sie für eins nehmen. Später, wenn die Etiketten dann fertig sind, werden dann die Preise angehoben. Aber wenn Sie mit uns Kooperation machen und Sie sagen, Sie wollen jeden Mittwoch und Samstag 40 Flaschen oder 50 Flaschen Bier, ja, dann machen wir natürlich auch einen Sonderpreis, einen ganz guten Sonderpreis. Okay. Und wie würde das aussehen bei einer Veranstaltung? Bei der Veranstaltung? Sagen, okay, wir machen ein Event und ja, von mir aus können Sie da auch als Sponsor auftreten. Ja, was wären da so die Preise? Bei Events kommt es halt immer drauf an. Jetzt zum Beispiel gestern hatte ich bei dem Neuling-Event habe ich 170 Bier bereitgestellt. Der reguläre Marktpreis waren bei 450.000. Habe dann zu der Frau Klenk gesagt 300.000. Ja, uns geht es halt darum, ich würde jetzt auch sagen, um die Preise brauchen wir uns jetzt keine großen Gedanken machen. Unser Präsident... Nee. Wir wollen jetzt einfach nur mal den Kontakt knüpfen und nachfragen, ob es möglich wäre. Ja? Wie gesagt, unser Club war ja in den letzten Monaten sehr schlecht dagestanden, ja. Und wir wollen ihn jetzt halt neu aufbauen. So, mhm. Und um halt gute Propaganda zu machen, wollten wir halt mal ein bisschen auf unseren Hof einladen, in unser Chapter. Ja? Ja. So, wir wollen ja jetzt auch kein Wasser anbieten. Ja. Ja. Und Pisswasser kennt man an jeder Ecke. Ja? Und haben wir gesagt, wir brauchen was Spezielles. Ja. Und dann kam der Woody dabei. Und hat euch schon vorgeschlagen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir wollen schon mal Kontakte knüpfen, ob es möglich wäre. Jetzt auf so eine Verkostung und Preise und so, da müssten wir dann halt das halt mit dem Präsidenten noch machen, dass wir da vielleicht nochmal ein Treffen vereinbaren, wenn der Präsident da ist. Ja. Wie gesagt, das war jetzt, ist jetzt alles noch, ist jetzt kein genauer Termin, ja, wann wir das vorhaben. Ja, wir reden ja nur. Ja, ja. Ja, klar. Nur so, dass sie ungefähr wissen, was wir vorhaben. Ja. Dass sie denken, wir wollen jetzt morgen einen Laster haben. Also ich sage jetzt mal so, durch das, dass die Location ziemlich klein ist für einen LKW, ja, stelle ich Ihnen gerne in Mule zur Verfügung. Die Mule hat da drin schön Platz. Ja. Das Problem ist, man kann bei dem LKW leider keinen Schlüssel weggeben.
Wenn Sie einen Mule besitzen sollten, kann man da auch locker 100, 120 Flaschen Bier drin lagern. Wenn Sie natürlich Maischnaps, Pizza und Wasser noch dazu haben wollen, dann wird es halt auch dementsprechend weniger. Aber im Grunde genommen, wenn Sie jetzt eine Eröffnungsparty machen, sage ich jetzt mal so, und Sie ordern 100 Flaschen Bier, dann berechne ich Ihnen 50 Stück und 50 spende ich. Gerade bei der ersten Veranstaltung ist es auch immer so, dass es uns halt dementsprechend auch wichtig, wie sie schon sagt, mit dem Sponsoring, dass man halt dementsprechend auch euch entgegenkommt. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Also es ist generell so, sie bestellen bei uns ganz normal, wie hier im Einkaufsladen, wie auch immer, und wir liefern. Also es ist für uns erstmal kein Problem, sag ich mal, schnell an Bier zu kommen. Wir haben ja dementsprechend auch unsere Lager da ein bisschen vollgestopft. Also Minimum Lagerkapazität haben wir von 100 Flaschen. Ja. Also wir haben immer, jeder von uns hat 100 Flaschen. Also der Herr Max Mustermann, wo momentan auf Hopfenlehrgang ist, der Peter Kühne und ich haben immer mindestens 100 Flaschen auf Lager. Also das geht auch immer recht schnell bei uns. Wie gesagt, Sie rufen an, ich bräuchte schnell hier 50 Flaschen, weil spontan, vielleicht kann ja gut sein, dass da Besuch kommt von anderen Bikerclubs oder so und Sie sagen, komm, jetzt hauen wir mal richtig auf die Kacke. Ne, Sie wissen, was ich meine. Genau das ist, denke ich mal, unser mittelfristiges Ziel oder jetzt unser, sagen wir mal, kurzfristiges Ziel, damit wir uns mal hier ein bisschen bekannt machen können. Und die viele Leute denken noch, oh, Lost MC, ne? Ein Lachverein, weil, wie Sie schon gesagt haben, wurde verschenkt an irgendwelchen Papageienclubs da in unserer Stadt. Und das wollen wir halt ausmerzen. Und dass wir dann halt sagen, komm, wir machen jetzt eine spontane Veranstaltung. Und wir haben ja unsere Brauerei des Vertrauens, ja, ein Telefonat und wir werden beliefert. Ja. Also unsere schnellste Lieferung war bei Cerberus 2 Minuten 30 Sekunden. Gut, sowas in der Art haben wir uns dann auch schon gedacht, dass wir dann vielleicht da irgendwas aufbauen, weil Pisswasser, ja klar, kann man auch besorgen, ja, aber wir wollen mal was Exklusives haben, was nicht jeder hat. Ja, also Sie können auch ein bisschen gedulden, bis meine Etiketten fertig sind. Ja, darum geht es jetzt nicht, aber halt auch auf längere Frist, weil das ist ja nicht nur jetzt eine einmalige Sache, ich bin auf den Anfang, dass wir da mal was Ordentliches auf die Beine stellen, ja, dass wir sagen, okay, wir laden bekannte Clubs ein und Leute, um uns dann halt mal vorzustellen. Natürlich brauchen wir ein ordentliches Catering dazu und so ein Standard-Catering. Das ist, wie gesagt, das ist, denke ich mal, die kleinste Sorge, die wir haben und Sie auch haben müssten mit uns, bin ich ganz ehrlich. Wenn Sie halt Bier bestellen, wie gesagt, das kommt auf jeden Fall auch an und wie möglich immer sehr zeitnah. Und was vielleicht noch interessant wäre, jetzt habe ich nur leider gerade den Faden verloren, weil irgendwas Wichtiges wollte ich noch sagen. Ich weiß noch nicht mehr, was das war. Ach so, wenn Sie generell den anderen Biker-Clubs oder so da einladen und Sie sagen, oder die fragen einfach, von wo das Bier kommt, wenn Sie da schon Bürgerboy sagen, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, das wird mit positiver Resonanz auf jeden Fall kommen, weil eigentlich, wie gesagt, bei allen Veranstaltungen wurde bis jetzt unser Bier mehr oder weniger geordert, weil das, ja, es ist einfach so, das Pisswasser, das hängt dann irgendwann bis zum Hals. Ja, deswegen. Ja. Nee, wenn man da, wie gesagt, um genauere Zahlen und so, das würden wir dann halt, wenn der Präsident dabei ist, dann abklären. Details. Ne? Genau. Erstmal den Rahmen schaffen und den Rest malen wir dann dazu. Genau. Könnte ich mal um Nummern bitten oder Namen allgemein? Das wäre vielleicht ganz, ganz gut. So, ich fange mal einfach an, Bobby, nicht? Ja, mach. Also Peter Kühne, Peter wie Peter und Kühne wie der Senf, falls er bekannt ist. Kühne wie der Senf. Ja, was gibt's denn noch von Kühne? Ach, ja, Kühne halt. K-U-H-N-E. Na, sag das soweit nicht. Okay, alles klar. Ja, Kühne. Ja. 323. 968. 968. 543. So, danke, jetzt habe ich meine Nummer wieder vergessen. 43, alles klar. Dankeschön. Ja, bitte. Ja, jetzt noch der Chef. Ja, der Bierkönig. Also Bobby, der Bierkönig, Bobby Bierkönig, Bobby Bier, je nachdem. 323. Hört jemanden von Ihnen das orangene Auto mit dem Kennzeichen DK Alex? Nein. Würden Negativ. Sie das bitte gleich an die rote Wand parken? Nee, hört uns nicht. Hört uns nicht. Achso, ich dachte. Schieb das doch mal mit dem Dozer weg, alles der klar. Ist ja schon lange nicht hier. Ja, das passiert auch gleich. Ja. Also 323 943 182. Wow. 9 4 3 Heute 4 3 1 8 2. Alles klar, dankeschön. So, jetzt brauche ich aber nur mal schnell Ihren Kontaktdaten, bitte. Ja, das ist Woody Wutzen. Woody Wutzen Lost MC.
Telefonnummer 323. Ja, 732071. Wie bitte? 7? 732. Ja. 071. 071, okay. Gut, danke Ihnen. Sehr schön. Ja, alles klar, wie gesagt, also wenn Sie wollen, ich weiß nicht, wenn Sie jetzt schon vielleicht Feierabend in dem Sinne haben, ich kann Ihnen sonst schon mal ein paar Kostproben mitgeben, die können Sie ja unter sich verteilen. Gerne, ja. Ja, wir haben unser Buschen da oben, wenn Sie gerade vielleicht mal einen Kasten reinschmeißen oder so. 20 Euro ja, rein. Was heißt ein Kasten? Ich habe eine Europalette da hinten auf dem Pauner. Ja, Sie merken schon, also wir gehen, ich bin auch ganz ehrlich. Moment, Telefon. Bobby, ich rufe dich sofort zurück. Jawohl. Ich bin gerade drin. Irgendwelche Zahlen auf dem Konto nicht. Das ist halt, ja, man muss ja sagen, Mundpropaganda natürlich und dann kriegen wir schon hin. Ich würde Ihnen natürlich gerne da ein bisschen was reinmachen, wenn Sie das gleich kurz aufschließen. Oder wenn Sie können ja kurz mit zum Pounder kommen, dann nimmt jeder einen Kasten von Ihnen, dann haben Sie genug mit. Ja, das ist nett. Ja, machen okay. Gerne. Super. Ich komme gerade mit dem Auto da. Genau. Bobby! Na, du altes Haus! Bomber! Wer will für mich Bewerbung schreiben? Warum, keine Ahnung. Für was? Für die Burgerbräu? Brauchst du keine. Einfach unter den Tisch und gut. Was für eine Bewerbung? Fürs Taxi fahren. Ich habe jetzt absolut keinen Bock, jetzt noch extra wieder Texte zu schreiben für nichts und wieder nichts. Also, da wartest bis Moment. Dienstag, bitte. Oder ist der heute schon kommen? Na, wenn, dann komme ich nicht, wenn er erscheine. Nein, ich meine das Päckchen, ob das angekommen ist, heute schon. Nicht angekommen, nein. Dann wartest bis Dienstag. Ich da. Dienstag kommt auch wieder meine Sauerstofflieferung. Und ich kann endlich einen Behindertenschein kriegen von 50%. Ist das nicht schön? Ja, das ist doch gut. Dann wissen wir alle, warum du so fährst. Ja. Achso, Peter muss arbeiten. Ja, ist ja richtig so. Ah. Ja. Achso, Lee. Moment, ich guck mal in die Halle. Wollte ich mein Auto? Da, der hat noch ein bisschen Zeit für mich übrig, weil sonst. Ja, ja, der hat gleich Zeit für die Barrikaden. Der hat gleich Zeit. Mr. Lee? Mr. B? Lee B? Lee gleich ja? Lee. Wie Bruce Lee. Hast du Lust? Und Zeit, mein Fahrzeug zu reparieren? Lust, ja klar, aber Zeit absolut gar keine. Ja, tut gut, mir sehr leid. Ja, dann lass gut sein. Ich bin stark damit beschäftigt, hier rumzustehen. Okay, dann steh weiter rum. Was denn, ich will mitlachen. Ich glaube, ich kann mal machen. Warte, gib dir mal einen Schlüssel. Ach, Danny, ich habe mir jetzt gesagt. Ja, das? Der Carbonisare, der blaue, da hinter dir steht er. Da, wo der Lost MC gerade wegfährt. Auf deiner Straßenseite? Ja, soll ich ihn herfahren? Was willst du denn damit machen? Ja, plus Reparatur, der ist schon getunt, alles. Alles klar, nur reparieren. Ja, das kann ich schön, ich hol ihn kurz. Okay. Ich war nicht den ganzen Tag. Nee, mach das schon. Ja, danke dir. Was hast du denn vorhin nur so gelabert, weil ich wurde gerade im Kopf gestört. Das hört sich immer blöd an. Warte mal, was habe ich denn erzählt? Also jetzt gerade haben wir eigentlich nur kurz Übergabe von den Kostproben gemacht, nicht? Ich habe dir nochmal erklärt, was ist. Das Früchteweizen, das wurde direkt aufgeplöppt. Okay. Ja, ich glaube, das wird echt ein Schlager. Also da müssen wir mit dem Preis auf jeden Fall gucken, ne? Ja, aber gut, das gut, ich hab ja kommt schon Zeit, kommt Rat, ne? Bisschen die Preise angehoben. Ja, also, sonst was habe ich denen gerade noch gesagt? Ja, ich habe wie Paul. Gesagt. Ja, Paul. Jetzt. Ja. Hi, Bobby. Ja. Grüß dich. Ja. Achso, ja. Okay. Wir haben jetzt gerade das Gespräch gehabt mit dem Woody Woodson. Achso, okay, war der schon da. Okay, ja. Alles klar. Und okay, vielen herzlichen Dank, ja. Ja, kein Problem. Bestellung ist noch keine Erfolg, nur Gespräche. Okay. Und sollte da ein Auftrag erzeugt werden. Ach, da bist du.
Ja, ich stehe daneben. Okay. Sollte ein Auftrag erfolgen von denen, dann hast du natürlich Provision verdient. Ja, klar, klar. Nee, aber ich wollte jetzt erstmal, dass das da ein bisschen zugeschoben wird. Mhm. Gut. Die müssen halt auf den Chef warten und ich muss auf die Etiketten warten. Ja, die Etiketten, das ist immer das. Ja. Bis da mal was kommt. Ja. Nee, ich habe jetzt gedacht, dass der Woody gar nicht mehr herkommt. Deswegen, ich habe mich schon mein Motorrad reparieren lassen da drin. Nee, nee, der war schon da gerade. Okay. Ja, gut, super. Dann passt's. Ja. Und wenn das. Dann, ich habe jetzt ein Problem bei dir, weil wenn die nämlich einen Dauerauftrag haben. Ja, dann gibt's eine einmalige Provision und das war's dann. Na, richtig. Weil dann mache ich das nämlich so: dann lasse ich die nämlich jetzt mal 4 Wochen laufen, die Leute. Und mach dann am Monatsende eine Provision, dann kriegst du eine höhere Provision. Ja, oder so. Nein, da überlasse ich dir, das überlasse ich vollkommen dir. Wenn die jetzt, das machen möchtest. Wenn die jetzt so reden, dass die jetzt zweimal die Woche 40 Flaschen haben wollen, ja, dann sind das ja, ich glaube, 50.000 bei mir. Oh, das ist nett. Nee, bei mir. Ach so. Bei mir, weil ich ja mit dem Preis runtergehe. Weil regulär liegen sie bei 120.000, ja, in der Woche. Mhm. Da gehen wir aber runter auf 100.000. Das sind dann 80 Flaschen mal 150, das sind 12.000 mal 4, dann kriegst du am Monatsende 50.000, genau. Ja, also, das ist doch sehr gut. Immerhin etwas. Fürs Reden. Ja, fürs Nichtstun. Also nichts. Ja, Anführungsstrichen Nichtstun, ja. Nö, aber ich denke. Ich denke, mit dem Moody, da werdet ihr gut ins Geschäft kommen. Ich denke mal, das haut hin. Ja, ja, ja. Was ich gestern auch noch zu Ohren bekommen habe in der Tequila Bar, die bestellen alle Pisswasser. Ja, die haben noch kein Bier von uns. Weil die noch Auftrag? Kiste. Vertreter? Ja. Die haben noch keine Lagerkiste und die Frau. Ach so. Kim Kaljali ist noch im Urlaub bis zum 1. oder 2.9. Oh, ja. Ja, dann sollen sie weiter ihr Pisswasser trinken. Erst wenn die da ist, dann gibt's Verhandlungen und dann denke ich mir mal, dass mir da am Wochenende. Oh ja, da verdient sie gut. So 20, 30 Flaschen liefern, sage ich jetzt mal. So. Ja, wenn dann nicht gerade eine Party ist. Ja, genau. Da gehen wir natürlich auch wieder mit dem Preis ein bisschen runter, weil das ja Dauerabnehmer sind. Ja, das ist ja verständlich. Weil Cerberus, die sind jetzt auch bald soweit. Ich werde sexuell belästigt, kannst du mal rüberkommen? Die warten jetzt noch auf ihren Barkeeper und bis der da ist. Und ja, und da kommt kontinuierlich ein bisschen Kohle rein, da kann ja auch ein bisschen was abgeben. Ja, das, wie gesagt, also die Geldgeschäfte lasse ich komplett in deiner Hand. Das ist da, und da halte ich mich auch vollkommen raus. Ja, wenn das so weitergeht mit dir, dann müssen wir gucken, ob wir nochmal einen Vertriebsassistent aus dir machen. Ja, also bisher läuft doch ganz gut. Weil ich würde es nämlich so sagen, wenn du den Lost MC sowieso kriegst als Kunde und dann vielleicht nochmal einen Kunden an Land ziehst, dann. Also ich bin immer noch stark auf der Suche. Ja, ich habe noch ein paar in der Hand, aber mal schauen, ob die sich nochmal melden. Ja. Es ist halt immer das, ob die Leute sich melden, die sagen, ja, Interesse besteht, ja. Und ist dann, normal. Gib mal Telefonnummer. Ja, die rufen dann irgendwann an und ordern 20 Flaschen, ne? So muss das kommt gehen. Schon. Aber was kommt denn da? Wow. So einen Firmenwagen hätte ich gern. Negativ. Die höchste Stufe beim Vertriebsassistent 3 ist Buffalo S. Das ist ja ein heißes Gerät. Was ist das für ein Auto? Weiß das einer zufällig? Der Liam ist der Experte. Ist das nicht der ETX? Der ETX oder so? Keine Ahnung. War bestimmt nicht billig. Was lachst du? Lage geklärt? Ja, es läuft hier jemand im Start rum, der sieht genauso aus wie Kia und die habe ich letztes Mal direkt angekrabbelt. Ich bin hingerannt, habe Arm hochgemacht und bis dann irgendwie so eine Stimme kam, Entschuldigung. Ich so, oh, hoppla, ich mach die Hose wieder zu und dann bin ich weggerannt. Danke nochmal für gestern, Peter, ne? Ja, alles gut. Wie lange lacht er? Ach, frag nicht.
Also Rekord lag bei 3 Stunden bei jemandem gestern. Ja, ich habe irgendwann nochmal ins Licht gehen müssen. Ja, da war gar keiner mehr da. Tut mir auch leid, aber ich hatte wirklich zu Spitzenzeiten 25 Code Reds, das ist allein nicht machbar. Die Hölle los. Alles okay, alles gut, alles gut. Ich habe mir die wichtigsten Namen rausgepickt und die wiederbelebt, also du warst leider nicht tot. Quatsch, das machen wir nicht. Nee, halb so wild. Und schon wieder so ein Schlitten. Chester. Durch der Chester. Chesterfield heißt der Chester. Mann, und ich habe so ein Motorrad. Irgendwelche Personen, die noch keine Supersportkarriere haben? Ja, ich. Okay, gut. Dann ich mal dreht. Sowas nicht. Nicht? Ich hab keinen Supersportwagen. Lieber so Sportklassik, ne? Ja, sportlich angehaucht. Ja, der Sport, ja, so Sportklassik, da sind auch schöne Dinger bei. Ja, der Manana. Nee, die Mamba. Manana. Die Mamba. Mamba. Ich muss sie mir mal anschauen. Ja, dann fahr doch mal hoch. Ich hab noch meinen Müsliwagen. Ja, guck dir das an. Dein Müsliwagen. Sports Classic? Ja. Genau. Nimm mal Müsli. Gleich mal gleich vorbeifahren. Hab eh nichts zu tun, so viel. Der war ganz schön teuer. Meine Herren? Ja, Paul, hau rein. Danke dir. Alles klar. Schönen Abend noch. Kein Problem. Gerne, gerne. Ciao. Ciao. Wiedersehen. Ja, das ist der Komet. Ah, Komet, okay. Ja, Komet ist doch Porsche, glaube ich, oder? Guck mal, ich glaube, das ist sie sogar, oder? Warte mal, habe ich die ver... Nee, das ist sie nicht. Nee, das ist... Kennt die jemand? Nee, ja, von gestern. Ah. Ist das die Frau Fuchs, wo ich angemacht habe? Nee. Guten Abend, die Herren. Hallo. Na, Ben. Guten Tag. Ist der Sam da? Sam ist gerade beschäftigt. Ja, bestimmt. Ja, der quatscht gerade mit dem Kunden, sehe ich, in der Halle. Okay. Ich hab so schlechte Augen, ich sehe da gar nicht. Kommt bestimmt gleich raus. Alles nur verschwommen. Dann warte ich mal. Wie ist denn Ihr Name bitte, wenn ich fragen darf? Ariella Mirkowitz. Ja, genau. Ariella, die Meerjungfrau, genau. Ja. Ist mir wieder entfallen von gestern. Auf der Party. Ja. Alles gut bei Ihnen? Ja. Ein bisschen ruhig heute, Gott sei Dank. Ja, ich bin gerade erst eingereist. Na, haben sie nicht viel verpasst. Das ist gut. Was? Sind Sie schon länger hier im Staat, hey? Ja, ich bin seit Montag bin ich im Staat. Okay. Warum? Ja. Ich frage nur, weißt du, ich muss fragen. Ja, mein Name ist Peter Kühne, dann stelle ich mich mal kurz vor. Höflichkeit und so. Ja, mein Name ist Ariella Mirkowitz, hallo. Das habe ich gerade mitbekommen, danke. In welche Richtung schlagen Sie ein, beruflich? Wissen Sie das schon? Ja. Ja, das weiß ich schon. Okay, alles klar. Okay, hier, Kfz-Hof. Ja, aber ich mache nicht Kfz, sondern Buchhaltung. Warum, wo ist Malte Lee? Bitte? Nee, ich frage gerade einen Ali. Weiß ich nicht. Malte, kein Buchhalter? Doch, ich werde die Assistentin von Malte. Also, ja, der hat so viele Außentermine momentan. Ach so. Genau, und da sich... Genau, dann hab ich ihn gefragt. Kopfschmerzen.
Also okay, also... Oder, Moment. Da muss sie das abkaufen. Ich hätte noch was okay. im Angebot. Wie viel soll ich denn dafür bezahlen, fürs Abkaufen? Das ist eine Razzia. Bewahren Sie Ruhe und abkaufen müssen Sie 1 Million bezahlen. Eine Million? Ja. Alles klar, ich bin raus. Tschüss. Tschüss. Alle Ausgänge sind umstellt. Das ist aber eine Ansage. Ich hoffe, der Herr weiß, dass es gerade ein Spaß war. Ich glaube nicht. Geht mal mit ihm. Der Herr. Überfall. So. Du musst einen Überfall machen. Kratz der Hände hoch. Früher hat es das Lied gegeben. 1, 2, Polizei. Wo ist denn die Sekir wieder hingerannt? 1, 2, 5, 6, halt die Packs. 7, 8, gute Nacht. Ja. Ja, stimmt. Gut, ich will mal wieder los. Mein Auto steht da noch in einem. Wenn ich dir jetzt ein Bier aufgemacht, das rieche ich bis hierher. Ich nicht. Ah, ich hab's gewusst. Ich bin nicht Finja. Ariella. Scheiße, man, hier mehr Jungfrau? Ja. Das ist mein Spruch, verdammte Scheiße. Bitte, was haben Sie? Ich hatte da ein Kinderbuch von. Das war total abgeranzt und kacke. Dankeschön, aber ich bin jetzt mit Ariel. Klasse, so macht man Frauen an. Hör mal, der Name erinnert mich an Ariel. Das Buch fand ich scheiße. Jeder sagt es. Ich mach keine Frauen an, die aussehen wie 20 andere. Wie, ach, also, sehe ich das? Also mit dem Dude auf dem Kopf hätte ich eher gedacht, sie sind Grundschullehrerin. Also ich habe mindestens jetzt schon fünf Frauen gesehen, die ungefähr dieselbe Figur, dasselbe Gesicht, dieselbe Brille und fast denselben Haarschnitt haben. Ja, na, halt ja Melanie. Dankeschön. Melanie ist einzigartig. Ja. Melanie ist wirklich Officer Sexy Mann. Rita ist auch einzigartig. Ich bin Melanie. Du bist auch einzigartig, Lee, genau. Ja, das stimmt. Konnichiwa. Nicht ich, die Frieda. Konnichiwa. Blutheit. Oh, danke, aber da, Ching-Chang Chong, Kawasaki, Fujitsu, Honda. Scheiße, man, hör auf damit, Mann. Wir gehen sofort Harakiri, Mann. Warum? Kannst du kein Japanisch? Hä? Du hast mich doch gerade voll beleidigt, Mann. Nein, ich habe mit dem gesprochen und gefragt, wo du. Du hast gesagt, meine Mutter riecht nach Apfelkuchen, Mann. Nimm das sofort zurück. Nein. Ja, sorry. Also, ich mag Apfelkuchen. Ja. Der LKW steht übrigens immer noch in der Halle. Dann war es nie meiner. Aha, ich bin raus aus der Sache. Bist du Schwarzer? Ja. Bitte was? Schwarzer Pounder. Achso, ich habe jetzt eine andere Frage verstanden. Doch, wow. Deiner. Wow. Einfach nur wow, Mann. Peter, ist das deiner? Oder rum? Ich bin schon in meinem eingestiegen. Ich habe eigentlich gehofft, dass alle, die hier gerade auf dem Hof standen, quer über. Egal. Nee, meiner ist es nicht. Wow. Ich sehe gar keinen schwarzen Pounder. Ja, ich habe. Hinten war zwar eine schon eine Brille, aber. Ach, da hinten auf der Straße, der oder was? Ja, der dann sehe ich auch. Ja, auf der anderen Straßenseite, den sehe ich auch. Hättest du das nicht eher sagen können, jetzt bin ich komplett umsonst hingerannt, ey. Ich lehne mich gerade an das Auto hin. Was für ein Auto? Ja, das, wo ich mich anlehne. Da ist doch gar keins. Ah, verdammt. Warte, wir machen das anders. Ich lehne mich auch immer an Leute an. Boys, alright. Was? Warte, go. Ist das Lean Boys oder was? Ja, das passt doch. Geh mal gucken, wo der Herr ist. Das sollte funktionieren, ja. Das passt wirklich gut. Human Lecky Pete oder was? Ich geh mich begraben. Hilft mir jemand? Ja, komm. Ohne viel Kraftanstrengung, so könnte ich den ganzen Tag stehen. Ja. Jetzt bin ich immer noch keinen Schritt von dir weggekommen. Ich wollte eigentlich irgendwas Cooles machen, aber ich weiß noch nicht, ja, so genau was. Ist auch langweilig. Ich glaube, ich hole mir jetzt ein Kaugummi oder was, ey. War lecker. Ja, mit Zitronengeschmack, also so irgendwie. Was anderes, wie man immer noch Pommes und Muffin und Pizza. Der Lee ist hochmotiviert. Hurra! Hurra! Es gibt ganz viele leckere Sachen. Wo? Wo? Oh, das verrate ich dir nicht. Ding mal das war. Winners! Oh, jetzt beruhig dich doch mal mit den scheiß Beleidigungen, Mann. Beleidigungen? Weißt du, glaube ich, nicht mal, was du sagst? Doch. Nein, Mann, weißt du gar nicht. Doch. Ach, Bobby, ich habe neue Klingeltour. Willst du den mal hören? Oh ja. Ah, schöne Klingeltour. Sehr schön.
Der ist gut, ja. Nicht so schlecht. Oder? Oh nein! Oh. Yeah! Keiner hört mich! Oh! Keiner hört mich! Keiner hört mich! Keiner hört mich! Oh! Keiner hört mich! Komm, Peter, tanz mit, Junge! Keiner hört mich. Ah, das beste Lied. Akku leer. Bang, bang, lucky look. Bang, bang, lucky look. Das beste Lied. Auf. Oh, Lee. Ach du je. Mach doch langsam. Der, wenn man das jetzt auf dem Wasser macht, hupft er dann wie so ein Stein. So pum, pum, pum. Ja, richtig. Lee. Lee, Mann, bist du ein Asiater oder ein Shuriken, Mann? Wer, ich? Ja, Mann. Oh, einen Moment. Weiß ich nicht. Also, halb Asiate. Lee. Warum? Hast du dich schon mal auf dem Wasser ausprobiert, das Hinfallen, dass du so flitzt wie ein Stein? So fung, fung, fung. Das sah gut aus, oder? Ja, das sah herrlich. Super. Wie der sterbende Schwan. Hab ich lange für trainiert. Glaube dir. Kann auch gut fliegen, aber nur aufs Maul. In der Stadt ist ein Filmstudio, ich glaube, die sind noch Stuntmans. Oh, warte mal. Ich kann auch gut fliegen, Treppen runter. Ah ja. Ei. War nicht schlecht. Vom Stand weg, das kann ich gar nicht. Er hätte sich ruhig ein bisschen mehr abrollen können. Das war zum Schluss ein bisschen. Scheiße, das ist so mein Gesicht. Ja, Punktlandung. Ja. Ich hab doch gesagt, dass ich gut fliegen kann, aufs Maul. Machen wir mal Weitspringen, also von ihr zwei, von euch zwei, wer am weitesten fliegt. Moment, Stein. Von da weg, von hier weg und dann Richtung Halle. Ihr und Bombo, wir gucken mal, wie weit ihr fliegen könnt. Oh, Peter. Muss man einen Schritt Anlauf nehmen oder muss man aus dem Stand springen? Ah, vom Stand, vom Stand weg. Was will er machen? Ah, okay. Aus dem Stand oder was? Ich hier war seine Hand. Ja, okay. Da, wo du stehst, wegspringen. Okay, boah, da hat er aber gewonnen. Ich glaube, seine Hand war hier. Knapp weiter. Oh, ich bin halt Schwarzmann. Herzlichen Glück. Fuck, Mann, er hat gewonnen. Heilige Scheiße. Ja, der hat Anlauf genommen, das habe ich gesehen. Ja, aber der ist auf dem Nacken geschlittert. Habt ihr das auch gesehen? Das sah nicht gesund aus. Alles gut bei dir? Na gut, der ist Sunny, der kann sich selber heilen. Dank. Jo, Vorsicht. Der ist Sunny Töter. Obacht, Rennauto. Ey, wollen wir dieses scheiß orangene Auto tot Body slammen, Mann? Kannst du das machen? Ja, Mann. Tür weg, Body slam und sowas. Fuck. Beim Bomber. Oh, fuck. Also Bomber, wenn du drauf hupfst, dann ist das Auto Schrott. Fucking Bild für die Götter. Oh, vorbei. Wow, knapp vorbei ist auch daneben. Dann wartet, knapp. Oh. Ich krieg Bobby gefallen. Oh, fuck mal! Ich treffe ja nicht mal. Vorsicht! Bobbe, das war der Kopf, ha? Ah, der kleine Schneider, jawohl. Mach los. Hätte jetzt immer vernünftige Schuhe an. Wie? Dach. Geronimo! Oh nein, check die Waffe ein. Hast du ins Auto geschossen? Ich hab doch keine Waffe. Ah, ist das hell, aua. Oh, Entschuldigung.
Könntest du deinen bitte nicht rausholen, Mann? Ich habe mitgehört, wer soll wen rausholen? Irgendjemand hat gerade gesagt, wir haben extra irgendwas dafür, ich kann meinen gleich mal rausholen. Ja, das schafft man. Ich hab doch gerade Schnecke gehört hier. Servus. Ja, Schnecke ist da. Oh. Ja, hab ich doch gerade gehört, nur nicht wo. In der Halle drin. Ach, der brüllt mal wieder. Ich der Brüllsam. Wir hatten ein lautes Organ. Es gibt ein Brummbär und es gibt ein Brüllbär. Ja. Obacht, Vorsicht, ja, LKW. Erstmal, bitte, ich hab Angst. Vielen Dank, oder schon mal gute Zusammenarbeit, Jack Mui. Aufgesetzte falsche Lachen da. Wer war das? Keine Ahnung. Guten Tag. Hallo. Hey. Guten Tag. Irgendwo der Mike? Der Mike war mal irgendwo hier, wo er jetzt ist, keine Ahnung. Okay, ja, aber ich würde den Mike wieder zurückgeben. Ach so, man hätte den einfach nur einpacken müssen. Das hätte gereicht. Ja, nee, weil mein Auto hier steht, wegen, glaube ich, gerade von dem Bagger. Gequetscht wird. Stopp mal, stopp mal, stopp mal! Oh shit, Was ist? Stopp, Lee! Stopp, okay. Lee! Stopp! Wow, okay. Wir haben den Besitzer von dem Fahrzeug. Oh Gott. Wow. Timing. Ja, haben sie aber Glück. Wir haben es aber jetzt Glück gehabt. Ja. Oh, das ist schlecht. Gut, und dann kommen Sie mal kurz mit. Fahren Sie den mal rein, bitte, in die Halle. Sie haben das... Das war das Mangold Special, Mann, der ist super getunt jetzt. Sekunde. Weil dann fahre ich hier nämlich rein. Ey, keine Witze über unser Tuning, ne? Ey, bestes Tuning der Stadt, Mann. Ja, mach ich. Nee, außerhalb der Stadt. Ich wollte es gerade sagen. Wenn ich habe ich hier eine Zange, damit kann ich. Da kann ich mal deine Brille. Nee, du hast ja gar keine Brille auf, aber. Ich kann dir einen Goldzahn nachjustieren. Wow, weil ich schwarz bin, habe ich einen Goldzahn oder was? Scheiß Rassist. Weiß einer von euch, ob Animation noch aufhat? Ich kann mal anrufen. Normalerweise ist es 10 Uhr, glaube ich. Und übrigens, hast du mir gestern den Duke getunt, Mann. Wieso sollte ich euch beleidigen, Mann? War nur Spaß, Mann. Ich hoffe, das mit dem Goldzahn auch. Nein. Wirklich, Mann. Ich bin kein Rassist. Frag ja, hallo, frag ja, hallo, ist ein Kurzer, oder wie? Ich wollte fragen, ob die Ammunition noch auf hat. Ja, die hat gerade aktuell offen. Der Max ist auch da. Ah ja, wunderbar. Dann schicke ich gleich mal jemand runter. Ja. Frag mal meine Sahnehäubchen, ob sie Rassist ist. Ja. Bis Sonntag. Nee. Sonntag, ja. Hier, guck mal, Knüppel. Ammunition hat noch auf, Ariel. Ja. Dankeschön, da muss ich dann gleich mal hin. Aber gleich sofort. Der Bobby kann ich auch gerne fahren. Die hat eine super schnelle Karriere. Mein Auto steht da hinten, aber... Guck mal, siehst du, da steht schon wieder alleine. Ist doch Spritvergeudung. Hier. Okay. Wissen Sie, wo das Ammunition ist, Ariella? Ja, unten, im Süden. Genau, unten, richtig. Ja, das Rote brauchen sie aber. Ja, ich weiß. Ah ja, okay. In der Nähe vom Zementhändler. Genau. Der Pisswasserverarbeitung. Ja, richtig. Kommen Sie mit nach hinten, Ariella? Ja, ich... Aber man nicht viel Zeit, ich muss mal kurz nach Ammunition. Ja, ist ja kein Akt, aber dann kriegst du dein Trinkchen. Ja, magst du was, Peter? Voll gib magst du was? Magst du was? Ja, gib her. Magst du was, Peter? Gib her. Nee, gell, du magst nix. Mal her damit. Da hat sich jemand ein Auto gekauft, willst du getunt haben? Ja, kann aber nicht fahren. Geh mal fragen, was er will. Dem dir die kleinen Reifen draufbauen, 13 Zöller. Das ist doch, ist das John? Warum fährt ihr eigentlich, warum fährt ihr? Was geht? Alter, ey, in der Stadt so ist die Hölle los, ey. Ich hab dich direkt wiedererkannt an deinem Bart. Hab ich gehört. Bart Simpson? Apropos Bart, ich muss... Können wir was für dich tun? Bart Simpson ist ja nicht im Start. Ich glaub, der meint dich, John? Oh, was? Der schläft noch. Ob er was für dich tun kann? An alle ganz kurz. Ich hab von der Tiki-Lala... Von der Tiki-Lala eine Information, wenn man keinen Bock hat auf Stress, sollte man in der Innenstadt Point of Interest neben PD meiden. Okay. Ja, vielleicht liegt es daran, dass in der Stadt gefühlt 4 SWAT-Fahrzeuge stehen, gefühlt 6 Scharfschützen am Dach stehen. Jo.
Langeweile oder was? Nein, da gibt's FIB. Irgendwie so einen Krieg zwischen FIB und Fake FIB, keine Ahnung. Mehr. Nee, FIB und LSPD, oder? Für jeden ausgelieferten Kopf gibt's Geld, Alter. Ja, fucking 10 Dollar, schon. Oh, hey. Und dazu hat auf Twitter von den FIBs auch irgendwas so ein Schreiben gehabt. Könnte dich mal checken. Ja, und jetzt checkt alle. 1, 2, 3. Unterschrieben von einem Agent Sky und von einem It's Me Egal. Moin, hi. Hallo. Was kann man für Sie tun? Ich würde einmal fragen, ob Matt jetzt irgendwie schon bald verfügbar ist. Und dann wollte ich fragen, ob Leon da ist. Leon ist nicht da und Matt kann der Lieferant leider immer noch nicht liefern. Wie schwul das aussieht, wenn Mike auf dem Dach liegt, Alter. Wo ist denn bitte Mike bei euch? Ich Twitter, Alter. Achso, hab ich nicht. Jawohl. Seht ihr was, merkst du? Ist das schon ein absehbares Datum, wann er das liefern kann? Nein. Nee. Gestern also ich weiß jetzt nicht, dass er da irgendwas angekündigt hat. Aber ich gebe das gerne mal an die oberen weiter. Vor Weihnachten. Nochmal doch nachfragen möchte beim Lieferanten. RemusMakeYouSexy.ls? Ja, Mann, gute Seite. Ist das wirklich? Ja, Kopfschmerzen. X-Hamster ist das Beste. Nimm das doch hin, Mann, gute Besserung. Ich hab ne Schmerztablette, wenn du willst. Das Auto ist scheiße, fass nicht. Entschuldigung. Der Buffalo ist doch gut. Ich lass mich die Leute ärgern. Ich sag doch gar nichts. Doch, du hast gerade was gesagt. Ich bin ewig stinkig auf dich. Warum bist du stinkig auf mich? Ja, weil du hast das gleiche Auto wie ich, hast die gleiche Mütze, hast das gleiche Hemd. Ich hab scheiße das gleiche Hemd, Mann, du hast das gleiche Hemd wie ich. Nein, Ausweis. Wie lange bist du hier, wie lange bin ich da? Außerdem sind das nicht dieselben Hemden. Das eine ist mit Dings, das andere ist ohne. Okay, hat er Glück gehabt, aber der Hut ist genau. Gleich. Plus, ich bin schwarz, Mann, ich kann Hut tragen. Hier steht er nicht. Über die Schwarzausrede. Zieht nicht. Ich wurde hier auch schon genug als zu genügen als Schwarzer beleidigt. Der Gruppe ist schwarz. Siehst du es denn, voll selbst als Beleidigung als Schwarzer anerkannt zu werden? Nein, Mann. Warum aber wenn jemand zu mir geht, oder wenn jemand zu mir hingeht und sagt, eine Rotzunge, damit schlage ich dir deinen Konzern. Ich gehe auch zu Leuten hin und sage, yo, Nigga, was geht? Also, ja. Oh, Mann. Ja, weiß, nicht so, bin ich nicht cool, Mann. Ich sag auch zu den Weißen immer, Bro. Na, Bro? Bro oder Homie ist vollkommen klar, aber Nigga geht gar nicht mehr. Oh, also das ist meine. Ja, da ohne Witz, Mann, muss das sein. Jetzt mal ehrlich. Ja, ich würde dich angucken, ob du wirklich so bist, wie du bist. Das ist einfach ultra der Kindergarten, Mann, weißt du? Was, dass ich angeleuchtet hab? Nein, Mann, dass du es halt sagst, wenn ich sage, ich möchte, ich mag das nicht. Ich hab doch direkt weggemacht, als du das gesagt hast. Jetzt hat Ruhe runterkommen. Chill out. Ich glaube, das ist Spaß von mir mit dem Hut. Aber das mit dem Auto nicht. Außerdem bin ich derjenige, der hier gelitten hat mit meinem Finger. Ja, aber zu dir darf man ja auch Nigger sagen. Bisschen Mitleid wäre schon ganz angebracht. Ja, ich hab Mitleid mit dir, Bomber. Dankeschön. Du auch schon? Was warte mit meinem Auto? Was ist mit meinem Auto? Mann, wem gehört denn dieses scheiß hässliche Auto da, Mann? Das Auto. Ja. Stehen vier. Silbernes sieht aus wie eine ganz alte Corvette, Mann. Ich weiß gar, was du siehst. Ich sehe gar nichts. Ja, dann steig ich ja jetzt ein, Alter. Ach du Scheiße, wir werden alle drauf gehen. Ja, ich glaube auch. Ich habe auch das Gefühl. Guckt euch schon mal. Irgendjemand von euch ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen Scary 10? Schläg mich hin, dann schwirbt das über mich drauf. Das ist von John Scary, bestimmt. Das ist Bobby, das ist aber jetzt. Oh, Sandwich, Jungs. Ja, toll. Ja, jetzt steh ich doch lieber auf. Das ist schon eher sowas für mich. Okay, wow, Mann. Wir haben es überlebt. So, seht ihr das Fahrzeug jetzt auch? Ja. Ja. Habe ich jetzt geklaut. Was steht da drauf auf dem Kennzeichen? Gary 10. Das ist von John Scary, das Auto. So, ich rufe ihn mal an. Von meinem Chef. Dann rufen selber an. Ja. Wenn Sie gerade dabei waren, können Sie gerne anrufen. Ja, sind Sie mit dem Auto gekommen? Nein. Okay, dann machen wir jetzt gleich mal einen Schocker hier. Ist der denn um Start? Müsste ja eigentlich, wenn sein Auto hier steht. Ja. John Scary, Scary Secrets. Ja, hallo, hier Bobby Boomer, grüße Sie. Hallo. Ihr Auto steht oben bei dem Mangold, ist das richtig? So ein alter Stinger GT. Ja, den suche ich gerade, wo steht der? Der steht bei Mangolds.
Ja, das weiß ich. Ich bin bei Mangolds, aber den habe ich da geparkt, aber jetzt sehe ich den nicht mehr. Der steht vor mir. Wo sind Sie denn? Direkt hier auf dem Hof. Ja, ich auch. Winken Sie doch mal. Ich stehe an dem... Bobby Boomer, mein Name. Ja, ja, ich weiß, wer Sie sind. Hier. Ach da, ich komme da mal kurz her. Moment. Da, schon. Was macht er denn hier? Weiß ich nicht, da steht er. Der stand... Du, den habe ich da hinten hingestellt. Naja, der steht jetzt hier. Dankeschön. Ja, und bevor die mit dem Radlader wieder kommen, ne, haben wir gedacht, rufen wir die an. Komisch, den habe ich da gar nicht hingestellt. Ganz komisch. Ich habe heute ein Auto gekauft, habe mir es fertig machen lassen. Das sah richtig schön aus. Ich habe es gerade ausgepackt. Im Dunkeln sieht es einfach aus wie BTC Blau. Ich habe fast geweint. Hey, Dude, mit dem coolen Hut, kannst du mal ganz kurz? Bitte was? Kurz Zeit? Ja. Hast du ganze Zeit? Komm mal ganz kurz. Wenn der hat auch dasselbe Hemd, Alter. Krass. Was kann ich für dich tun? Was meintest du mit selbes Auto? Du hast ja den Duke, oder? Ja. Und ich hab den gleichen. Ach so, genau in Orange. General Lee Style, Mann. Genau, richtig. General Lee. Aber ich hab halt keine... Mann, High Five, Alter. Aber ich hab halt keine Dings drauf. Weiß man. Na, wie heißt denn? So... Amerikanische Flagge? Doch, hab ich auch drauf. Und schwarze Felgen. Und Doppelrohrauspuff. So wie ihr gehört. Und bei dir hast du halt nur den Motor verändert. Also den Motor. Ich hab den Motorblock. Ich wollte da einen Einlauf. Lufteinlauf. Naja, nee, ich hab den zu und den Lufteinlauf. Also ohne offenen Zylinderblock. Ah, scheiße. Yeah. Ja, ich weiß nicht. Ich fand den, der sieht angenehmer aus. Man kann besser gucken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, gut, der andere ist halt so komisch langgezogen, das betont irgendwie nochmal die Länge des Autos. Genau, richtig. Nee, schon. Super Auto, mit dem fahr ich auch mal ganz gern. Ohne Witz, man, der Ton, wenn du in den Tunnel fährst. Oh, ja, richtig, da geht der Porno. Aber da ist der Ding auch nicht schlecht, der Buccaneer. Buccaneer? Ja, nee, Buccaneer. Mag ihn nicht. Er sieht mir zu modern aus. Ja, er hat schöne Front vorne. Oder halt dann den, ja, wie heißt denn der andere? Temper. Temper ist auch noch richtig geil. Sehen mir zu modern aus. Ich weiß nicht, ich mag diese wirklich alten Muscle Cars am meisten. Ja gut, der General Lee Baujahr 66, 68er. Und der Temper ist 72 oder 74er. Aber das ist halt das Problem. Ungefähr in dem Jahr haben sie schon angefangen, Servolenkung einzubauen. Servolenkung und angefangen immer wieder weicher. Kurven, Aerodynamik, Richtig. Was machst du denn, Mann? Nee, ich hab aber mein einziges Muscle Car, wo ich hab. Ja? Hast du mehrere? Ich werde mir wahrscheinlich auch erstmal nichts holen. Ich hatte noch überlegt, vielleicht einen Vigero zu holen. Camero, Mann. Der verbraucht zu viel Sprit. Ja? Also schade. Alle beide aber. Also, Virgo heißt der, glaub, ne? Vigero, oder? Ja, ich glaube schon. V-I-G-E-R-O. Ja, Virgo, ja. Ich glaube, das sind die, wo richtig viel Sprit verbrauchen. Also da fährst du oben runter vom Norden fährst du runter, in Süden ist der Sprit leer. Ernsthaft jetzt? Der braucht richtig Sprit. Also, das habe ich jetzt von anderen gehört. Also selber habe ich, wollte mal kaufen, hat der andere gesagt, nee, lass die Finger weg, der verbraucht zu unmassen viel Sprit. Ja, dann habe ich die Finger weggelassen, habe ich den Duke geholt, dann habe ich den General Lee draus gemacht. Hast du ein Nummernschild, generally? Nein. Okay. Mir ist kein Nummernschildname eingefallen, deswegen habe ich einen Kollegen gefragt, wie ich ihn nennen soll, und der hat gesagt, NukeTube. Ja, gut. Deswegen halt der NukeTube. Ja. Warum nicht? Ich habe BoatJuke, glaube ich, drauf. BoatJuke. Wenn mir generally der Name nicht eingefallen ist. Kann man das nicht noch ändern, Mann, bei der Anmeldung? Ja, fuck. Weiß ich nicht. Könnt ihr so ein Auto reparieren? Muss ich glaube verkaufen, dann kannst du wieder kaufen und dann kannst du wieder Kann anmelden. Jo, Kirito, grüße dich. Sollte doch die Möglichkeit haben, sein Kennzeichen. Keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Ja, danke. Bin überfragt. Wo ist denn jetzt Peter schon wieder hin? Alles klar, das war eigentlich alles, was ich. Ja, alles klar. Direkt gut. Einfach mal zwei Schritte, einfach 50 mal sympathischer geworden, Mann. Oh, danke. Voll wie immer. Guten Hunger. Der ist Chips, hat mir auch ein paar abgegeben. Ja.
Peter, hat er Kopfschmerzen oder? Keine Ahnung, denke ja. Oh. Bobby? Ja? Kannst du mir 50 Flaschen Bier besorgen? Hinter dir steht der ganze LKW. Wo denn? Oh, ich höre mal ein bisschen Musik auf meinem Handy. Ich bin sofort wieder. Muss mal eben gucken, was mein Inventar sagt. Da passt nichts mehr rein, scheiße. Aber ach, ich habe noch Flasche Whisky, ey. Verdammte Scheiße. Prost, ihr Luschen. Prost. Ich darf leider noch nicht, wegen den Medikamenten. Warum muss das gerade heute mit der Polizei sein, ey? Das tut mir gar nicht leid. Ja, mir aber. Ich hab richtig gern Bier getrunken. Mein ganzes Konzept wieder durch. Trink doch einfach, scheiß da drauf. Warte mal, Toten? Ich hab ein bisschen Angst um meinen Finger, nicht, dass das irgendwas beeinflusst und der Finger stirbt dann trotzdem wieder ab oder so. Nö, ja, da glaube ich, der ist ja deiner. Geflogen. Wenn sie jetzt meinen angenäht hätten, bei dir, dann wird scheiße aussehen und stinken. Aber dann hättest du weißes Dublo-Bomber. Du kannst den Finger direkt eingepackt. Nicht jeder Schwarze hat ein weißes Dublo. Nö, richtig. Und dann halt Junge. Jeder zweite Finger abhacken und dann einen weißen Finger hinmachen. Black and white, ne? Der Scepter fährt mich am Motor ins Krankenhaus. Ja. Zum? Ach, nachschauen. Fehlt ja, ziehen. Ja. Richtig. Also hoffe ich doch mal, dass sie die schon ziehen. Auf jeden Fall erfahre ich dann, ob der Finger bleibt oder nicht. Ja, wahrscheinlich steif, ne? Wenn er Faust macht, kommt er mit dem Finger. Ja, derzeit kann ich noch gar nichts bewegen, das stimmt. Aber das wird vielleicht wieder. Mal gucken. John? Ja? Bitte mal unter dem Hashtag kläglich gescheitert schauen. Warum? Ja, mach mal. Moment mal. Hallo? Aber das ist eine gute Idee, Bobby. Da hast du mich echt auf eine gute Idee gebracht. Falls der Finger so stehen bleibt, werde ich mir das von den Ärzten nur so mehr oder weniger attestieren lassen. Da kannst du immer mit dem Duplo rumlaufen, ne? Ja, richtig. Ich zeige den Leuten die Faust, aber ich kann ja auch nichts dafür, dass ich den Mittelfinger da nicht mehr runterbekomme. Ja. Ich bin frei von Schussankündigung, warum nicht? Ja. Kann dir niemand was tun. Mal sehen. Ich muss sowieso da auch nochmal wegen meiner Fahrerlaubnis, wenn ich Motorrad fahre ohne Helm, da muss ich auch nochmal nachchecken, dass die Ärzte mir da was verschreiben. Also so ein Zettelchen austeilen für die Polizisten oder so. Ja. Aber an die richtigen Polizisten, ne? Ja, das ist so eine Sache. Mir hat heute ein FIB-Agent gefollowt bei Twitter und ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich kenne ihn gar nicht. Wie heißt er denn? Shark? Ja, ich glaube. Ja, glaub schon. Das ist doch der dann kommt vor verifiziert. Ach so, ich hab den eben wieder rausgeschmissen. Da hat sich den nicht vorgestellt, hallo? Ja. Das ist wie auf dem Fratzebook, ne? Stimmt, mein Konto habe ich immer noch nicht verifiziert, aber jetzt in die Stadt zu fahren soll nicht gut sein, habe ich eben gehört. Der graue Pauner gehört mir, da ist Wasser und Pommes drin, weil die gerade alle Hunger und Durst hatten. Wo ist der Pauner mit Wasser? Alles klar, ich pack ihn gleich ein. Ah, ich pack ihn auch gerade ein. Ja. Ist da nur Wasser drin, Sam? Ja, der steht hinter der Halle, kannst dran gehen. Ja. Geklärt. Ich habe gestern, glaube ich, was rausgehört, dass da was hinkommen soll. Ja. Man was weiß es nicht so genau. Ach übrigens, Mike, hast du mal mit dem Lieferanten bezüglich eventuellen Mattlackierungen gesprochen? Sam? Tatsächlich, ja. Mick hat der Raoul gestern angesprochen. Der hat gesagt, hör mal, was hab ich gehört? Es kommen exklusive Sachen raus. Ihr kriegt alle, oder irgendwer kriegt alle Farben. Ich denke mal, da werden auch die Felgenfarben mit angesprochen worden sein. Und irgendeiner kriegt die Unterbodenbeleuchtung. Hat der Raoul mir gesagt. Ja, und für Frauen kommt ein Dildo-Shop. Oh, geil. Da freue ich mich. Ah, da freut sich Sam schon drauf.
Ja, ich möchte auch einen haben. Ja. Denn falls ich nicht mehr kann, dann kann ich den Dildo reindrischen. Reindrischen? Ja, sicher. Ja. Weißt du, ganz nicht einführen so. Oder so, reindrischen. Geht die Welt unter. Ja. Reindrischen. Oh mein Gott, ey, die arme Alter. Frau, du. Sieh, dann gleich so ein 40 cm Ding und dann rein am Komplett. Ne, bitte hinten an die rote Wand. Warte mal. Bitte hinten an die rote Wand. Das ist aber zu weit weg. Ja, ich ist weiß. Egal. Kommt der Bulldozer. Ja, der Bulldozer ist scheiße. Mit dem wollte ich gestern ein Auto wegknallen. Ja, Junge. Da ist die Pistole besser. Ich hab auch so einen. Also, ich hab gestern 5 Autos weggeknallt. Ach, Mike, übrigens für dich auch unter Hashtag kläglich gescheitert. Bitte einmal schauen und retweet. Oh Gott, Hashtag, was? Moment. Boah, Menno, überall diese scheiß Handykacke, du Alter. Kläglich gescheitert. Okay. Ja, bitte. Oh, im Hof hinten hüpft schon wieder ein Auto umher. Oh, wow. Ach du Schande, Sam, was hast du denn da gemacht? Der ist gerade weggelaufen. Was soll ich da posten oder was? Ja, anscheinend. Liken, was ist denn das überhaupt? Tweeten, was weiß ich, wie das heißt. Dass du es halt gut findest. Ach so, ja, wen ich halt nicht gut finde. Dann Daumen nach unten. Den finde ich ja nicht, verdammt. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Moin. Was kann man für Sie tun? Nichts. Gott, nicht, sei die gar nicht. Okay, das mache ich. Sag mal, was mit Lee? Nur anwesend sein? Ja, das kann ich gut. Da ist ein Profi drin. Oh, der Sunny versucht sie im Auto fahren. Und wie lange soll ich anwesend sein? Bis 0:45. Ach man, scheiße. Das sind knapp zwei Stunden und eine dritte angefangen. Dafür kriege ich dann 450.000 Dollar, bitte. Ja, das macht der blonde Typ da mit dem roten Sakko. Ja. Dafür bin ich nicht zuständig. Aber sie haben mir doch den Auftrag gegeben, nichts zu tun und anwesend zu sein. Ja, oder ich bin ja hier da und mach nichts. Also wie war das mit den Mattlackierungen, Mike? Was hat der Lieferant gesagt? Ja. Wer mag, weiß vom Mix. Oh. Mein Name ist Hase. Andi? Ja, bitte? Wir, ein paar Pommes noch für dich. Oh, danke schön. Bitte. Wo ist denn unsere ganze Belegschaft? Ich bin hier. Ich bin vor dir, Mike. Ich bin auch da. Ja, das sehe ich. Warte. Aber du fragst immer die gesamte Belegschaft. Ich bräuchte mal alle bei uns an der Garage gleich. So in 2-3 Minuten. Okay. Nee, Praktikanten nicht. Da ich geh schon mal wieder. Mit Lee. Jo. So, Einsatz. Gleich. Ah. Hat jemand einen Job für mich? In der Hosentasche. Oh. Als Promoter kannst du arbeiten. Der ist so klein, kannst du den schon falten. Ja, ich darf ja erstmal noch nicht boxen, also wegen dem Finger darf ich erstmal. Jetzt muss ich mir einen anderen Job suchen. Dass nichts passiert. Achso, Mensch, wie lang? 3 Wochen? Ja, gute Frage. Also mein Boxkampf in 6 Wochen, den darf ich auf jeden Fall nicht mitmachen, aber okay. Wenn ich jetzt wieder so einen Finger richtig belasten darf, weiß ich auch nicht so genau. Ja, aber was ich nicht wissen, macht sie doch nicht heiß, ne? Ja, das ist richtig, aber ich muss schon ein bisschen aufpassen. Ja, ich bin nicht das Abbrech vermitteln. Ja, schon verschissen, ne? Jetzt wissen wir es. Das ist deine Schlaghand oder deine Deckhand? Ich kann ja noch nicht. Das ist schon mal eine Schlaghand, leider. Ich bin auch noch. Müsste irgendeinen Beruf haben, wo ich absolut nichts zu tun habe. Einreiseamt oder so. Musst du da hin, Bewerber? Sie hat gemeint, dass wir hier klären sollen. Das kann ich mit dem Chef hier klären, neben mir. Ach
Also, wir suchen nach zum einen halt hier einfach mal einen Wagen hier. Hier steht ja, ich hoffe ja drauf, dass das mit dem Boxclub losgeht. Sonst würde ich ja noch ja sagen. Den habe ich Schlüssel. Ja, hast du eh nicht Boxen aktuell. Ja, das ist richtig, aber. Kann er ausschenken, meins? Ja, eigentlich wollten wir uns dafür eine Kellnerin besorgen, aber es, in der Richtung hat sich, glaube ich, noch nichts getan. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, Bobby. Ja, es war zwar irgendeine Dame da im Gespräch gewesen, Sam hat irgendwen da, hallo? Aber ich weiß noch nichts weiteres. Hallo? Hallöchen, grüßt euch. Grüße. Füße. Geil, Alter, hat jemand Figuren klar dabei? Lass mal so eine Sache spielen, Mann. Ausgedappt. Hallo, ich wollte eigentlich Mau Mau spielen. Ja? Ich hatte gestern Abend schon mal gefragt, ob jemand Karten dabei hat. Ja. Sollen wir? Ja. Aber. Was? Sollen wir? Wohin? Quick. Ich hab mir gerade eine Pizza bestellt, Alter. Wie lange braucht dieser Scheißkarren eigentlich hier hin? Vor 10 Minuten. Pizza bestellt? Ja. Aus der Stadt? Ja. Ach, krass, ich wusste gar nicht, dass sie mich hier oben bringen. Ja, hoffe ich doch mal, solche Bummer. Ist da jemand nervös oder was ist da am Tappeln? Da muss ich mal Bauern bestellen. Ich muss ja ganz kurz hier Twitter checken, Alter. Oh ja, da muss ich auch mal checken. Check mal ab, Alter. Remus-Mac-. Steht heute noch was an? Das ist. Jo, großer. Ich warte hier nur noch auf einen gewissen Anruf. Was soll ich eingeben? Manna, Manna. Nee. Manna, Manna. Wie, Manna, Manna? BDB. Melonen. Du Schlingel. Wer ist es diesmal, der den Korb gibt? Komm. Sag's. Nein, es geht um Kohle. Ach so, na gut. Geld, Manna, Manna, Melonen. Oh, Andi, der sucht jemanden Boxer. Okay. Wer, wo? Hinter mir, der Herr. Da kommt immer fertig mit einer Hand. Der hat eine Goldkette, dem würde ich nicht trauen. Jungs, Alter, kennt ihr Smokey, oder? Ja. Einen Boxer? Ich denke, er kommt gleich. Besprechung könnten ein paar Minuten dauern. Andi, kennst du Smoke? Okay. Kein Problem. Ja, klar. Wir sind aber ein bisschen unterwegs. Von den Vagos? Achso, nee. Ja, vielleicht schon. Die Vagos ist ganz gut. Die haben vorhin die Bank gemacht, Alter. Und der Smoke tweetet erstmal ein Bild, Alter, aus der Bank raus und schreibt so, let's go. Ja, hallo? Nein. Gibt doch keinen Schlüssel. Sehr gut. Scheiße, geht ja gar nicht. Ja, die Vagos sind ganz cool. Die habe ich ein paar Mal jetzt hier getroffen. Die mag ich. Ja, lass ich auf dann. Okay. Jo. Oh, die einzigste Gang eigentlich fast, die ich von denen mag. Alle anderen sind immer böse zu mir. Hallo? Ja, ich habe gekauft hallo? Dingens von hier. Ja, hallo? Bombe, ich glaube, mit dem roten Sack will was von das dir. Das geht. Ja, bitte. Ja, ich habe gehört, Sie sind Boxer? Ja, richtig, Sir. Hätten Sie mal ganz kurz 5 Minütchen vielleicht höchstens? Ich kann mir auch hier reden. Ich darf gerade nicht kämpfen, weil ich bin gestern... Nein, ich suche auf jeden Fall nur erstmal okay. Welche. Deswegen kann ich mich jetzt gleich... Ja gut. Ich muss aber direkt dazu sagen, Scheiße, ich bin Kollege. Mitglied des Boxclubs, also der Boxer, aber ich bin nicht Mann? Leute dort einstellt oder der Artiges. Okay, Moment. Okay, gut. Ja, super. Grüße. Ja, okay. Sind Sie ja heute schon angereist, oder? Ja. Na, nicht heute. Ja? Ich glaube gestern. Ja, gestern war's. Oh ja, schon mal. Sorry. Und schon was erlebt? Nee. Da sind's froh, ne? Aber wenn alles ruhig bleibt. Ja. Ein bisschen langweilig, ne? Aber bei gehört dazu. Es gibt manchmal Tage, da sind's froh, wenn sie Ruhe haben. Auf jeden Fall. Und dann gibt's wieder Tage, da denkst du, oh, jetzt könnte hier wieder Action passieren. Ja, das ist aber ganz normal, Mann. Ja, ich Sommerloch. Wenn man das so sagen darf. Ja. Weißt du, was ich dumm finde? Dass es für den Duke keine mexikanische Flagge gibt, Mann. Ja, oder die Südstaatenflagge, dann wäre es original. Auf jeden Fall. Oder die General Lee. Bei unserem scheiß Känguru-Finger. Das wäre auch der Shit. Jo, hi. Hallo. Aha, hey, hallo. Guck mal, Mann. Was geht? Geht, Mann?
Sind alle hinter ein bisschen weiter hier rüber. Ist ein bisschen lauter. So, die Mangolds sind alle hinten in der Garage, ja, besprechen. Ja, genau. Wir haben jetzt eine Besprechung, ja. Warst du da schon? Ja. Nein. Dann gehen wir hinten an der Garage. Ja, ich weiß nicht, ob ich da hingehen darf, weil ich ja noch Praktikant bin. Ja, nee, Praktikanten nicht. Genau, genau. Eine Dame. Du Kuban-Mann, du wolltest mir gestern noch deine Nummer geben. Ja, ja, siehst du. Siehst du, da war ja was. Hast du was zu schreiben? Oh fuck man, Moment. Kuban mit C, ja? Ja, Kuban, Kubano eigentlich. C-U-B-A-N-O. Kuba Libre. Genau. Dann Kubano. Hab ich? Kuiba. Ja, das ist die 323 für Los Santos. Ja. 965. 965. 132. 1, 3, 2. Alles klar. Oh, einmal durchspielen lassen, dann kann ich mir deine einspeichern. Alles klar, mach ich. Oh, Moment. Alles klar, hab ich. Unter welchen Namen soll ich einspeichern? Ja, Niki oder keine Ahnung, mal Niki Emura, kein Plan, Mann. Niki Jam. Hoho, Mann. So. Da ist abgespeichert. Ey, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt. Was denn? Ich hatte gestern einen Termin bei einem Anwalt wegen dem Patenttermin. Patentantrag. Okay, und? Ich weiß nicht. Ich hab doch hier mit dem Show oder Haribo verkauft. Also ja. Haribo oder Gummibärchen. Ja, weiß ich. Ich hab gedacht, dass wir das groß machen wollen, weil wir da ultra hinterstanden und mal versucht haben, was zu verkaufen, weißt du? Hm? Ich vor diesem scheiß Anwalt, er kommt dann angefahren und fragt mich, was ich hier mache. Ich sag, yo, Alter, wollten wir das nicht groß machen? Und er sagt, nein, Mann. Wie nein? Nein, Mann, er hat keinen Bock drauf. Was? Such den anderen, ja? Nee, Mann, ohne Schoß ist nicht dasselbe. Hm. Ohne Schoß ist echt nicht dasselbe. Na super. Jo, deswegen gehe ich da jetzt. Also steige ich auch komplett aus, Mann. Ich verkaufe die Idee an irgendjemanden und weiter. Ja, hoffentlich wird das was. Wenn jemand die überhaupt kaufen will, gehe ich mal zu Bean Machine und gehen das vor, Mann. Aber ich bezweifle, dass sie da dazu sagen. Ist einfach zu groß, das Ding. Um was geht's denn? Gummibärchen, Mann. Gummibärchen-Geschäft, Alter. Jetzt pass mal auf, komm mal mit, ich gebe da Telefonnummer. Wie heißt denn der schon wieder? Pass mal auf. Na? Ja, klar, mach ich gerne. Okay, danke schön. Bitteschön. Wie heißt denn der schon wieder? Guten Tag. Ich muss ja durchsuchen. Können wir ein Stück laufen? Alle in der Besprechung gerade. Wir sind ein bisschen zu laut. Ja. Da. Glaube ich cool. So, Jeko. Nee. Wie heißt denn der schon wieder? Ist jemand von Bean Machine oder was? Nee, ganz andere. Der will hier was aufmachen mit Gummibärchenlikör oder so. Oh fuck, was? Weißt du, Mann, das ist genau dasselbe, was wir auch machen wollten. Gummibärchen und dann halt auch noch verschiedene Arten Gummibärchenlikör dann noch. Was kennst du da? Ist sie, warte mal. Ah, da ist sogar da. Warte mal. Herr Boomer! Ja, Herr Spencer, ich hatte jetzt gerade einen Herrn neben mir. Ja? Wollte bloß fragen, ob ich die Nummer von Ihnen weitergeben darf. Der hätte da vielleicht eine Geschäftsidee für Sie. Ja, natürlich, gerne. Ja, her damit. Gib mir die Nummer ihm weiter, der ruft Sie dann an. Ja, kein Problem. Danke dir. Alles klar. Ciao. Schönen Abend noch, ciao.
So, bloß mal nachfragen, ob man die Nummer weitergeben darf, ne? Das ist halt immer so. Ja, klar. Das so ist komplett verständlich. Haben Sie was zum Schreiben? Ja, auf jeden Fall. Spencer heißt der. Spencer Strassmore. Also Spencer. S-P-I-N-C-R. Ja. Strassmore. Strass. D-R-A-S-S-M-O-R-E. S-T-R-A. Strass. Alles klar, M-O-R-E. Spencer. Einfach Spencer. A.K.A. Gummi. Ja. Genau. 323. Ja. 419. 419. 011. 011. Ja, den rufen wir an und dann reden wir mit dem. Alles klar, ey. Voll nett, Mann. So cool, danke, Mann. Bin dann gleich wieder da. Ja, bringst du was zu essen mit, ne? Korrekt. Sehr nice. Wenn einer nach Hause kommt, können wir für uns drei kochen. Ich muss ehrlich sagen, Alter, ich hab da echt ein Problem mit, ey. Ach, was? Doch, mich stört sowas. Telefonieren und Auto fahren. Hm. Führerschein weg, aussteigen, Handy hoch, Überfall. Alles gut. Okay. Wer ist denn der Herr Steine? Das bin ich, hallo. Könnten Sie einmal mein Auto reparieren? Ja, klar. In ganzen Stücken oder in halben? Also schon, ich hab grad hol mal keinen raus. Reparaturkasten dabei. Hol mal deinen Schraubenzieher, deinen Kugelschreiber raus und reparier das Fahrzeug. Ich hätte gerne den RCLS gerufen. Hast du einen dabei? Ich hab Bierdeckel dabei, ja. Ja, das ist gerade ein Problem. Kann kurz die Reifen zerstören. Ich hab gar keinen dabei und... Hab ich auch nicht und die sind alle hinten. Und wenn ihr das hinkriegt, dann ist doch gut. Ja. Können wir drüber reden? Ich sage dir meine Vorstellung von die Glaube. War in die Waage gesucht, alles klar. Guck mal, machst du. Also, ich weiß nicht, ich darf da reinfahren. Keine Ahnung, ich habe da nicht so. Ich habe auch keine Probleme mit denen, aber ich fahre da bestimmt nicht rein. Fahr in Richtung Autobahn. Aber schon ein bisschen. Ne? Autobahn fährst du rechts ran. Rufst da CLS an. Jo, mach ich, danke. Alles klar, ciao. Viel Glück, Sir! Ja, ist halt gerade mit der Besprechung ein bisschen ungesetzt, ne? Dass beide Praktikanten keinen Werkzeugkasten dabei haben. Das ist natürlich ganz geil. Ja. Ja. Weil ich wusste von nichts, ne? Also, vor allem waren alle weg. Und ich auch nicht. Ja. Es hieß nur Besprechung, warten. Ja? Wir können auch gleich mal runter zu Walker Customs fahren, Mann. Da war gestern auch richtig viel los, Alter. Und die Stellung halten. Okay, ich war da noch nie. Ey, die Location ist schon ganz cool eigentlich. Halt am Arsch der Welt, aber... Ja, unten am Hafen habe ich gesehen auf der Karte. Das ist eigentlich ganz cool da. Also da war gestern richtig viel los, Alter. Bestimmt so 20, 25 Mann oder so. Ah, okay. Ja, okay, ich glaube, das war ein Satz mit X-Mann. Aber okay. sind da auch Lila und Grüne? Nö. Nur neutrale Leute. Ich nehme nachher wieder mit. Oh, der will einen sowas wie ein Likör bzw. Schnapsladen aufmachen. Also das mit der, das also der, das war nur eine Sorte Gummibär Schnaps oder sowas. Ja, ach, der Idiot von vorne vom PD oder? Lecker. Von vorm PD, Mann. Ich glaube, der hat diese scheiß Gummibär-Idee von mir und Show, Mann. Die nervigen Leute, die vom PD rumhingen und Gummibären verkaufen wollten. Und was für nervige Leute, Mann. Wir haben mit diesem scheiß Gummibärchen-Geschäft schon 3 Millionen gemacht. Sag ich ja, nervige Leute. In 3 Tagen. 3 Millionen? Ich fange an, Gummibärchen zu verkaufen. 3 Millionen in 3 Tagen, das klingt geil. Ich hab ein Patent drauf, Mann. Macht's, ich klag euch weg. Ah, du warst doch gestern der Tiki Lala, oder? Hast nachgefragt wegen Patenten, ne? Ja. Der von Bonzen ist da gerade hier. Ich fange an mit der Kritschnecken. Hallöchen, der Herr. Guten Abend. Was? Wo ist denn der Van Bonzen? Was kann ich für Sie tun? Oder was können wir beide irgendwo für Sie tun? Ah, nichts Besonderes. Ich bin nur zum Quatschen. Ja, wie gesagt, ich hab das schon Termin bei meinem Mann. Ich hab Patent. Denn. Kein Stress, wie gesagt. Also